Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung in der Volkshochschule Hitzing. Es geht heute um ein... Noch näher? Jetzt hört man mich? Sehr gut, ja, ausgezeichnet. Also noch einmal herzlich willkommen bei dieser Veranstaltung in der Volkshochschule Hitzing. Eine Veranstaltung der Bürgerinitiative Verbindungsbahn So bitte nicht. Sie werden sich vielleicht gewundert haben, was hier für Mauern stehen. Wir haben versucht, das Projekt der Bundesbahnen hier ein bisschen zu... Das ist eine Mauer, die noch einmal ihre Fantasie erfordert. Die Mauer der ÖBB wird doppelt so hoch, bis zu 7 oder 8 Meter. Und das ist genau dann das, was Sie nach dem Projekt der ÖBB vor Ihren Fenstern sehen werden. Hinausschauen, so wird es dann aussehen. Es geht um den öffentlichen Verkehr, es geht um den Verkehrsausbau, um den öffentlichen Verkehrsausbau, an sich ja im Prinzip was Gutes. Die Frage ist nur, wie macht man sowas und wie macht man sowas vor allem, ohne einen der schönsten Bezirke Hitzings sozusagen in zwei Teile durch eine Mauer zu teilen. Ich würde jetzt ganz gerne unsere Gäste begrüßen, die noch im Podium sitzen. Zunächst einmal die Frau Magister Silke Kobalt, bitte schön, die Bezirksvorsteherin von Hitzing, bitte einen Applaus. Wenn Sie bitte, zeigen wir der Dame vielleicht, wo sie stehen kann. Dann würde ich von den österreichischen Bundesbahnen herzlich begrüßen Magister Franz Hammerschmid, der ist verantwortlich für Marktmanagement und Kommunikation. Bitte kommen Sie auf die Bühne. Der Chef der Bürgerinitiative ist natürlich auch da. Die Bürgerinitiative heißt Verbindungsbahn bitte so nicht. So bitte nicht eigentlich. Er steht eh schon da. Merten Mauritz, schönen guten Abend. Danke, dass Sie gekommen sind. Und neben ihm sein Stellvertreter Bernd Krasl. Auch schönen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir werden zunächst einmal über das Projekt reden, das heißt, das Projekt wird von beiden Herrschaften aus der jeweiligen Sicht dargestellt, also aus der Sicht der Bürgerinitiative, aus der Sicht der österreichischen Bundesbahnen. Wir werden dann auch der Frau Bezirksvorsteherin natürlich Gelegenheit geben, die Meinung des Bezirks zu sagen. Und dann eigentlich, meine Damen und Herren, sind Sie schon aufgefordert, sich zu Wort zu melden, Ihre Meinungen, Anregungen, Wünsche, Beschwerden schon darzustellen. Das ist eigentlich der Sinn dieses heutigen Bürgerforums, könnte ich fast sagen, und dieser Veranstaltung, dass auch Sie zu Wort kommen, dass wir Ihre Meinungen auch einsammeln können. Ich würde zunächst aber ganz gerne den Herrn Mauritz bitten, das Projekt einmal vorzustellen aus der Sicht der Bürgerinitiative und was die Bürgerinitiative hier an großen Problemen sieht. Bitte. Noch einmal schönen guten Abend. Ganz kurz zu unserer Initiative. Wir haben uns vor 1,5 Monaten gegründet. Aus dem Grund heraus, dass sehr viele Leute an uns herangetreten sind, weil wir, die kennen uns schon von Rettet den Hörndlwald und wir wissen, was wir tun. Davon gehe ich einmal aus. Wir haben uns dieses Projekt angesehen, auch erst vor 1,5 Monaten und sind zu dem Schluss gekommen, dass da irgendwas, das passt nicht zu Hitzing, das gefällt uns nicht. Hitzing ist einfach so ein wertvoller Bezirk, den man schützen muss. Und dieses Projekt mit einer Mauer durch Hitzing, das war uns ein Anliegen, dass wir das in die Hand nehmen, damit einmal in erster Linie die Bürger informiert werden. Weil es wusste niemand und es wissen heute noch nicht viele Leute, was hier geplant ist seitens der ÖBB und der Stadt Wien. Man darf jetzt nicht nur die ÖBB in den Schwitzkasten nehmen, sondern man muss auch die Politik in dem Fall in die Hand, also in den Schwitzkasten nehmen. Weil dieses Projekt ist ja nicht seit gestern am Tisch, sondern geht ja schon über die letzten 10, 15 Jahre. Ich sage einmal, die ÖBB macht das, was ihr vorgegeben wird und setzt das um, wo sie keine Bremsklötze drinnen hat. So sage ich es in Eisenbahnersprache, Herr Hammerschmid. Gut, unsere Aufgabe als Initiative haben wir so gesehen, wir wollen dieses Projekt darstellen, wir wollen die Bevölkerung informieren. Und wir wollen dann, wenn wir die nötige Stärke haben und auch den Zuspruch, wollen wir dann weiterhin gegen dieses Projekt auch kämpfen. Wenn es so umgesetzt wird, wie es die ÖBB jetzt darstellt, dann ist es für uns ein absolutes No-Go. Ein
gehe mal davon aus, dass hier sehr viele Hietzinger sitzen. Und wir sind, wir haben hier ein kleines Dorf in der Stadt. Also ich sehe mich immer so als Kleingallien. Ja, also man kennt das jetzt in Katalonien, das ist jetzt kein gutes Beispiel, aber auch die kämpfen für ihre Eigenständigkeit. Ich sehe es auch ein bisschen so, nur ein bisschen, nicht ganz, aber ein bisschen so. Wir haben einen wunderschönen Bezirk, das ist unser Privileg und für diesen sollten wir auch kämpfen und das ist unsere große Chance, der ÖBB zu zeigen, bitte schaut, es gibt andere Möglichkeiten. Es kann nicht sein, dass das die einzige Möglichkeit ist, eine Trasse in 10, 12 Meter Höhe, dreiviertels Hietzing, dass diese Trasse dreiviertels Hietzing geteilt, ja, Übergänge schließt, Verbindungen zu Schulen schließt, also das kann es nicht sein im Endeffekt. Deshalb unser Bestreben, die Bürger zu informieren, das ist das Wichtigste, weil es wissen die wenigsten, obwohl die ÖBB immer darauf hinweist, sie sind mit den Bürgern in Kontakt. Ich kenne sehr wenige, die von diesem Projekt wissen und ich habe mit sehr vielen Bürgern Kontakt und die sind immer erstaunt, wenn ich sie anspreche. Das ist unser Anliegen und das werden wir jetzt präsentieren. Die, die es nicht kennen, ich weiß nicht, inwieweit ihr informiert seid, aber wir zeigen es kurz auf und zeigen auch ganz knallhart die Brennpunkte auf, die uns am Herzen liegen. Wir sehen hier den Übergang, also die Trassenführung über das Wiental von Hütteldorf. Und dann geht es über die Auhofstraße, Porsche Wien-Hietzing sehen Sie auf der rechten Seite und dann geht es rüber in die Kurve, da wo der rote Punkt ist, Richtung Auhofstraße, da ist die Unterführung und weiter Richtung Hietzing zur neuen Haltestelle. Da sehen Sie die Querung noch einmal. Bitte weiter. Und da sehen Sie jetzt die Höhe, mit der diese Querung rüberkommt über das Wiental. Ich frage noch einmal, wir haben einfach eure Bilder verwendet. Ich nehme an, dass ihr uns nicht böse seid und das auf Copyright verklagt. Ja. Hier fängt im Grunde genommen die Höhe an, wo sie nach Hietzing reinkommt, diese S-Bahn-Verbindung oder diese Hochtrasse. So, jetzt sind wir schon bei der Hietzinger Hauptstraße. Das ist die Haltestelle Hietzinger Hauptstraße. Sie sehen rechts die Seitengasse neben der Hietzinger Hauptstraße, ist die Sporstraße. Da gibt es mehrere Brennpunkte bei der Sporstraße. Sie sehen, die Straßenbahn geht links rein, die Haltestation der Straßenbahn wird weiter hinten sein, im Eck oben da unter Hietzinger, während wir diese neue Haltestation ist, die eigentlich eh schon besteht, die aber nicht jetzt wirklich frequentiert war, die war immer da vorne auf der Hietzinger Hauptstraße. Ein Busbahnhof wird da sein auf der Hummelgasse. Da sehen Sie die blauen. Sehen Sie was nicht oder haben Sie? Warte, machen wir das nächste, das ist größer. Okay. Naja, vergrößern ist bei einer PowerPoint relativ schwierig. Ich könnte mich hinstellen und Ihnen zeigen, wenn Ihnen das hilft, aber da habe ich kein Mikro. Kannst du mir das Mikro geben? Dann gehen wir nochmal mal zurück, dann zeige ich es Ihnen ganz kurz. Kann man das Licht ein bisschen runterschalten? Wir sind sehr spontan und wir machen das. Ist es besser? Gut. Noch einmal. Das ist die Sporstraße. Das ist die Verbindungsbahn. Das ist die neue Haltestelle. Die wird sein. Ich schätze mal, dass das 8, 9 Meter sind bis daher und dann kommen noch mal 2,5 Meter. Richtig, da wird mir der wird ungefähr stimmen, gell? Fast. Doppelt so viel? Ja. Na, noch schlimmer. Das ist jetzt doppelt so viel. Was, doppelt so viel? 14? Doppelt so viel. Ich habe doppelt so viel? Ja. Okay, also die Trasse wird? 6 Meter. 6 Meter? Das? 6 Meter. Mit der Haltestelle? Na, kann nicht sein. Die Haltestelle ist 6 Meter über dem Boden. Okay, neue Info. Egal. Dann haben wir da die Bushaltestellen da drüben, die dann da, ich sehe das so schwer von der Nähe, aber egal, die sollten dann da hinten über die Sporstraße rausgeführt werden. Gut, das ist der erste Brennpunkt für mich, wo ich sage, ja, verhältnismäßig ist dieser Abstand jetzt nicht ganz, das haben wir nachgemessen, das passt nicht ganz, also die Trasse führt schon näher an diesen Häusern hier vorbei. Links ist die Hummelgasse. Da kommt noch ein zweiter Brennpunkt, also die ganzen Parkplätze, die dort sind, das habe ich heute gezählt, das sind ungefähr 40 Parkplätze, die fallen weg, die sind weg, ja, die kann man vergessen. Bitte? Naja, wenn man 8, 9 Meter ist man im zweiten Stock, das ist logisch, ein 10 Meter Turm von unten ist 10 Meter, da kann man nichts machen. Und 10 Meter raufschauen, dann sieht man, wie hoch das ist. Also Sie sehen hier, das ist ungefähr 5, 6 Meter
und dann gäbe es noch 3 Meter dazu, 4 Meter, dann sind es bei 10 Meter. So schaut es aus. Gut, gehen wir weiter. Das ist jetzt ungefähr die der Auslauf der Haltestation der Hitzinger Hauptstraße. Da sehen Sie im Grunde genommen, was dann auf uns zukommt. Das ist dann diese Mauer, diese klassische Mauer. Wenn sie nur 6 Meter ist, ist es 6 Meter zu viel, meiner Meinung nach. Hier sind wir jetzt bei der Hitzinger Hauptstraße. Das ist die Haltestelle von Unter-St. Veit rauf Richtung Ober-St. Veit. Also da geht es in die Hummelgasse rein, zu dem schon bereits angesprochenen Busbahnhof, wo, glaube ich, 3 oder 4 Stationen sind, mit der Straßenbahnhaltestelle hinten drin. Das heißt, jo. Was heißt das im Grunde genommen? Ich weiß es nicht, wie das passieren soll. Da sollten auch noch Geschäftslokale drinnen sein. Grünflächen, das müssen wir der ÖBB ausmachen, das weiß ich nicht. Nein, aber so schaut es dann aus. Weiter. Gut, das ist jetzt die andere Ansicht. Das ist Hitzinger Hauptstraße, Hummelgasse, Sporstraße. Da kommt dann der Bus, wenn er die Leute aufgeladen hat, dreht er da unter der Unterführung da oben durch, fährt er wieder her und fährt seine Route. Wohin genau, wissen wir nicht. Aber Sie sehen, wie hoch das ist. Also Sie sehen allein an der Skizze, das ist jetzt keine Vogelperspektive. Die 6 Meter, muss ich ehrlich sagen, die glaube ich Ihnen nicht ganz, dass es maximal 6 Meter sind. Das kann es nicht sein. Weil wir brauchen ja schon 4,50 Meter für eine Durchfahrt, für Schwerkraft-Lkw. Und dann noch 1,50 Meter für die Haltestelle. Da komme ich, dann muss ich so gehen. Das geht nicht. Das schaffe ich nicht. Ja eben, das wird bei 14 Meter, zwischen 12 und 14 Meter sein. Anders kann es nicht sein. Gut, das wird uns dann die ÖBB eh erklären. Bitte weiter. Ja, das ist auch einer unserer Knackpunkte, wenn diese, ich sag Mauer mit Schienen drauf. Ja, wir können es auch Hochtrasse nennen, klingt ein bisschen besser, ein bisschen moderner. Ich sag Mauer mit Schienen. Wenn diese Mauer mit Schienen kommt, dann haben wir hier den Bahnübergang Veitinger Gasse. Sie sehen, ÖBB Nebel. Ich sage Ihnen zu, für immer. Die Mauer ist nicht da, aber der Bahnübergang ist zu. Ich habe da nicht gesagt, dass eine Mauer ist. Ich habe gesagt, der Bahnübergang ist zu. Habe ich da nicht gesagt? Okay, wenn ich gesagt habe, tut es mir leid. Ich habe nicht gesagt, der Bahnübergang ist zu, für immer. Es wird sicherlich eine Lärmschutzwand da sein, ob ich jetzt Wand oder Mauer nenne, wurscht. Das heißt, die Leute, die hier runterkommen, werden wahrscheinlich hier reinfahren in die Sporstraße, werden dann zur Hitzinger Hauptstraße kommen, um dann eben zu dem Ort in der Veitinger Gasse zur Schule die Kinder abgeben. Ja, das, weil die ÖBB, das wird euch dann die ÖBB erklären, weil die ÖBB die Bahnschrankenlösung nicht mehr will. Oder das ist Aufgabe der ÖBB, das zu erklären, das ist nicht meine Aufgabe. Bitte weiter. So, jetzt kommen wir mal zur Jagdschlossgasse, Detto. Zu. Man kommt nicht mehr rüber. Das ist auch hier bewusst wahrscheinlich im Nebel gehalten, weil sie es gar nicht sagen wollen, laut. Zu. Versorgungsstraße ist ein eigenes Thema. Da habe ich mit dem Herrn Ohlig schon gesprochen von der ÖBB. Da sind sie noch am Verhandeln. Das ist, da müssen sie erstens mit dem Hofer verhandeln, dann müssen sie noch das Problem ist bei der Versorgung, ich habe mir das ja genau angeschaut, da kommen 3 Straßen zusammen. Die müssen es alle von vorn tiefer legen. Also sie brauchen zumindest 80 bis 90 Meter, um diese Straßen tiefer zu legen, damit man eine Unterführung machen kann. Und sie brauchen auch die richtige Breite. Bis jetzt weiß ich noch nicht, ob diese Versorgungsheimstraße eine Anbindung zur Leinzer Straße runter wird oder nicht. Derzeit, mein letzter Stand ist, zu. Einen zurück, bitte. Ich dann nur
Das ist gut, danke, danke. Aber ich kann Ihnen nur sagen, wie der jetzige Stand ist. Mein Letztstand oder unser Letztstand. Und der schaut einfach so aus, dass die Jagdschutzgasse für uns zu ist. Wenn Sie eine neue Information haben, ist mir neu, aber da wird uns die ÖBB sicherlich, deswegen ist sie auch heute hier, neue Informationen geben, neue Erkenntnisse geben. Auf das warten wir ja dann. Machen wir das noch schnell. Das kommt alles, das Thema. Lassen wir uns das fertig machen und dann gehen wir in Medias Res. So, jetzt kommt die sensationelle Haltestelle in Speising. Die wird verlegt. Die ist jetzt zurzeit da bei der Waldzeile. Ich glaube, da in dem Bereich ist sie, wenn ich nicht falsch bin. Und wird jetzt verlegt eigentlich von da bis davor. Lustigerweise, da war ja mal ein Übergang. Den gibt es auch nicht mehr. Lustig. Ich weiß, es war eine Verbindung, ja. Ja, aber das war, ich glaube nicht, dass das ein Vergehen der ÖBB war, das glaube ich nicht. Ich glaube, da waren aber andere Sachen dahinter. Was lustig ist, ist, dass diese Station jetzt riesig schön ausgebaut wird. Das sehen wir jetzt noch, bitte das nächste Bild. Das ist, ich kann diese Ansicht, weiß ich nicht, da habe ich mir selber schwer, dann was, von wo das ist, die Haltestelle Speising, aber da kann man sicher irgendwer helfen. Ich weiß jetzt nicht, von wo die Ansicht ist. Die nächste ist schon ein bisschen interessanter. Okay, okay. Die nächste gibt uns ein bisschen mehr Aufschluss. Ja, 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 aber dazu kommen wir auch noch. Es gibt sehr viel zu bereden heute. Das sehen Sie, meiner Meinung nach wird da eine Unterführung gebaut zu dem Bahnhof, damit man von unten raufkommt. Da geht dann plötzlich eine Unterführung, geht da und sonst geht sie nicht, etwas zu hinterfragen, die ganze Geschichte. Generell ist diese Haltestelle, die sie bereits gibt, die ein bisschen versetzt wird, meiner Meinung nach zu überdimensional. Für die Frequenz, die derzeit die S-Bahn benutzt und auch wenn man sie auf eine Viertelstundentaktung runtergibt, sage ich, meiner Meinung nach Geld verschleudert. Bitte weiter. Und jetzt kommen wir zum Lustigsten, was uns nur peripher, also schon auch betrifft, natürlich, weil es das ist die Schanzenbergbrücke, die raufführt zur Edelsinnstraße und dann rüber zur Maxingstraße und Richtung Hitzing runter, die uns optisch nur peripher betrifft, aber dann verkehrstechnisch extrem betrifft, weil hier die Brücke meiner Meinung nach, also von der Zeichnung her und von der Konzeption, nicht verbreitert wird. Hier kommen zwei Bushaltestellen hin und die Fahrbahn wird aber nicht verbreitert. Das heißt, wir haben da in den Stoßzeiten, stehen wir schon ewig, weil die Hetzendorfer Straße rüberkommt, die Abbieger und die von Mödling, Rotaun und Berchtoldsdorf nehmen alle den Weg über den Rosenhügel rüber, runter zur Maxingstraße und dann Hitzing weiter. Das ist die andere Ansicht von der Schanzenbergbrücke, wo ich sagen muss, ÖBB, schön, gefällt mir. Das ist die Ansicht von, ich glaube, das ist Hetzen, Arzgersdorfer Straße. Ja, also ich sage, da hätte ich jetzt nichts dagegen, weil das alles tief unten liegt und da macht man eine Haltestelle oben. Grundsätzlich sollte man nur überlegen, ob man wirklich die Fahrbahn mit einem Busparkplatz noch verengt und dann noch mehr Verkehrsstaus herausfordert. Ja, das ist die neue Verbindungsbahn, also die Anbindung. Ich frage mich heute noch, wer soll die benutzen und wo sollen die Leute hinfahren? Das ist meiner Meinung nach. Ja, das ist auch meine Meinung. Also ich sehe auch da keinen Kreis. Man kann jetzt zum Flughafen fahren. Laut ÖBB benutzen bis zu 15.000 Leute. Da haben wir dann noch einen Einspieler. Unsere Bahnsteige dann täglich. Wir haben in Hitzing knappe 42.000, 43.000 Einwohner. 15.000 täglich. Da müssen wir schon unsere verstorbenen Urgroßväter ausgraben, damit wir das zusammenbringen, das Label. Aber da gibt es sicherlich Berechnungen und Dings von der ÖBB, die sie uns erklären werden, wo diese 15.000 herkommen. Wir haben einen Einspieler dazu. Interessant ist noch, dass diese ganzen Haltestellen ohne Parkplätze, also ohne Park-and-Ride-Geschichten, das heißt, wie kommen wir Hitzinger aus Obersankt Veit, aus der Friedenstadt, sollen wir alle mit dem Radl da runterfahren und im Winter oder unsere Omas mit dem Rollator runterfahren und dann in die S-Bahn reinsteigen und dann am Flughafen fahren?
Da muss uns die ÖBB eigentlich noch erklären, für was das eigentlich gut ist. So, danke Herr Mauritz. Das war einmal die Vorstellung des Projekts aus der Sicht der Bürgerinitiative. Ich würde jetzt ganz gerne zum Herrn Hammerschmidt gehen. Der Hammerschmidt ist für Management und Kommunikation in der ÖBB verantwortlich. Herr Hammerschmidt, dieses Projekt ist ja an sich nicht neu. Das ist ja schon relativ alt. Die Sache ist nicht sehr kommuniziert worden, würde ich einmal sagen. Die wenigsten Hietzinger wissen da wirklich Bescheid. Was ist die Idee dahinter? Was will die ÖBB? Sie haben jetzt gerade gehört, was die Bürgerinitiative will, was die Bürger wollen, haben Sie auch gehört. Was will die ÖBB? Hören Sie mich? Gut, ich werde mich bemühen, das Mikrofon ganz nahe zu halten. Schönen guten Abend. Sie muss da ein bisschen auf die Seite gehen, weil da stehen diese Obi-Kisten. Ich muss mich trotzdem da vorstellen, dass Sie mich sehen. Vielen Dank, dass wir die Möglichkeit haben zu reden. Es steht auch auf diesen Zetteln, die Sie auf den Sitzbänken haben, drauf, reden wir. Dafür sind wir auch heute da. Ich werde mich bemühen, all Ihre Fragen und Ihre Anliegen zu beantworten. Ich möchte es ein bisschen sachlicher machen, nicht ganz so polemisch. Ich werde auch dann versuchen, ein paar Dinge klarzustellen, die einfach nicht ganz richtig waren, die da in der Einleitung kamen. Ich habe mir heute absichtlich ein violettes Hemd angezogen, falls das wer sieht. Ich als gestandener Rapidler, damit man mal weiß, wie das ist, wenn man im Rapidstadion ist als Minderheit. Also ich habe heute sozusagen die Rolle, dass ich mich sozusagen hier gegenüber Ihnen gerne rechtfertigen werde. Und ich werde mich bemühen, all Ihre Fragen zu beantworten. Warum machen wir das? Es gibt in Österreich so viel... Bitte können wir der Fairness halber bei der Diskussion so verbleiben, dass die ÖBB jetzt auch ihre Meinung natürlich zum Besten gibt. Wir werden dann genügend Gelegenheit haben, bitte die einzelnen Meinungen, Anregungen, Wünsche noch einmal zu diskutieren. Ich würde trotzdem den Herrn Magister Hammerschmidt bitten, weiterzufahren. Vielleicht halte ich das Mikrofon, das ist dann vielleicht gescheiter. Danke. Ich halte es gleich. Ja. Also danke. Wie gesagt, Sie sagen ja auch, Sie sind ein kultivierter Bezirk. Also ich würde Sie auch ersuchen, dass wir vielleicht ganz normal miteinander reden können. Bitte. Warum machen wir das? Der öffentliche Verkehr boomt in Österreich, nicht nur in Österreich, in ganz Europa. Und wir haben in Österreich die glückliche Situation, dass wir in Europa Meister sind beim Bahnfahren und beim Nutzen des öffentlichen Verkehrs. Es ist hier in Hietzing eine Verbindungsbahn vor 150 Jahren gebaut worden. Da gab es keine Häuser und gar nichts. Die ist auf der grünen Wiese gebaut worden. Damals als Verbindung zwischen der Westbahn und hinüber zu kommen auf die Südbahn. Das war eine Verbindungsbahn für den Güterverkehr damals. Mittlerweile in den 150 Jahren hat sich der Bezirk entwickelt, wie er sich entwickelt hat. Und diese Verbindungsbahn ist aus Zeit der Monarchie und dementsprechend ist sie heute für die modernen Verkehrsbedürfnisse nicht mehr modern. Was ist das Ziel? Sie haben heute auf der Verbindungsbahn zwischen Hütteldorf und Meidling einen Stundentakt, was in allen sozusagen Studien belegt ist, dass das ein besonders attraktives Angebot ist, wenn Sie die Schnellbahn nur alle Stunden haben. Unser Ziel ist, dass die Züge jede Viertelstunde fahren in beide Richtungen. Das heißt, das wird das Angebot vervierfachen zu heute. Das zweite Ziel, das wir haben, ist, dass wir die Kreuzungssituation, die im Bezirk gegeben ist, also Hietzinger Hauptstraße, Sie können mir glauben, ich kenne den Bezirk sehr gut, ich bin in der Nähe aufgewachsen. Wenn man dort immer an den geschlossenen Schranken steht, dann ist das auch... Entschuldigen Sie, jetzt unterbreche ich, das ist ein absoluter Blödsinn, den Sie hier erzählen. Ja, lassen wir den Magister... Sie haben jederzeit Gelegenheit... Ja. Ja. Ich freue mich darauf, wenn Sie dann sich in der Diskussion zu Wort melden. Lassen wir den Magister Hammerschmidt mal zu Wort melden. Ja. Gut, Sie können dann gern in der Diskussion sich zu Wort melden. Bitte. Gut, also ich weiß nicht, was eine Lüge ist, wenn man sagt, man steht vor einem geschlossenen Bahnschranken, aber gut, vielleicht ist das schon eine Lüge. Ich bin selber schon oft auf der Hietzinger Hauptstraße vor dem geschlossenen Bahnschranken gestanden. Und unser Ziel ist es eben, dass wir diese Trennungen, die es im Bezirk gibt, unwidersprochen, dass wir die auflösen wollen, indem wir die Eisenbahn in die Höhe heben, damit sozusagen die Autos und die Busse und die Rettungsautos und die Feuerwehrautos und die Müllautos und wer alle hier fahren möchte, durchfahren können. In weiterer Folge, was auch gezeigt wurde mit diesen Nebelschwaden, wir haben natürlich nicht vor, die Eisenbahnkreuzungen einfach zu schließen und dann ist Nebel, sondern wir denken gemeinsam mit dem Bezirk und mit der Stadt und mit den Planern darüber nach, wie wir die drei Kreuzungen sozusagen im weiteren Verlauf, Feitingergasse, Jagdschlossgasse,
wie wir die sozusagen so gestalten können, dass die Kinder mit dem Fahrrad und zu Fuß sehr wohl zur Schule kommen. Der einzige kritische Punkt, den wir derzeit gemeinsam diskutieren, ist, ob diese Kreuzungen auch für Autos in Zukunft möglich sind. Kreuzungen für Fußgänger und Radfahrer werden auf allen Kreuzungen immer gegeben sein. Es wird keine Kreuzungen mehr geben. Ich kann Ihnen auch eines sagen, wir haben jedes Jahr 170 Unfälle auf Eisenbahnkreuzungen, wir haben 20 Tote, wir haben auch auf diesen Kreuzungen immer wieder Vorfälle. Es ist einfach eine Sicherheitsfrage bei einem dichten Zugsangebot, dass sich sozusagen das Auto oder der Fußgänger und die Eisenbahn nicht treffen, sondern dass man die voneinander trennt, weil das einfach immer... Ja, wenn Schüler die Schranken aufbiegen, und ich kann Ihnen sehr viele Vorfälle liefern, wo Schüler das tun und durchgehen, ich hoffe, sie sind dann auch da, wenn wir einen Toten haben. Ist das im Wesentlichen, war das jetzt einmal das Hauptargument? Wir haben noch zwei Punkte vom Herrn Magister Hammerschmidt. Dann würde ich ganz gerne auch die Frau Magister Kobalt für den Bezirk heraufbitten. Und dann, meine Damen und Herren, würde ich sehr darum bitten, dass Sie sich zu Wort melden. Bitte noch einmal. Der letzte Punkt, der uns sehr wichtig ist, es gibt an der heutigen Verbindungsbahn keinen Lärmschutz. Wir möchten mit dem neuen Projekt auch hier in Hietzing einen standardgemäßen und zeitgemäßen Lärmschutz bringen. Sie wissen ja, es gibt ja keine Lärmschutzwand. Und insofern wollen wir das auch für den Bezirk realisieren. Und wie es auch schon in der Präsentation gezeigt ist, wir wollen zur Speisinger Straße, zu der Haltestelle, noch zwei zusätzliche Haltestellen dazu bringen, dass man sozusagen von drei Punkten aus in ein hochwertiges Verkehrsmittel einsteigen kann. Man muss nicht vielleicht unbedingt zum Flughafen fahren, aber es ist vielleicht praktisch, wenn man schnell in Meiling ist und dort mit der U6 weiterfahren kann. Oder wenn man nach Hütteldorf möchte im Viertelstundentakt und von dort mit der S45 oder mit der U4 oder auch in den Westen hinausfahren möchte mit dem Zug. Vielleicht gibt es Menschen, die nicht hier im Saal sitzen, aber die das auch gerne nutzen möchten. Gut, ich habe nur eine ganz winzige Frage. Ich bin heute auch über diese Eisenbahnkreuzung gefahren. Ich fahre da sehr oft über die Eisenbahnkreuzung. Da fahren gelegentlich Züge vorbei. Sie haben jetzt gesagt, oder die ÖBB sagt, 15.000 Leute werden da jeden Tag bewegt. Also wenn ich mir die Züge anschaue, die da vorbeifahren, diese Ding, dann sitzen meistens 3 bis 4 Leute in den Zügen drinnen, sonst aber niemand. Wo sollen diese vielen Leute herkommen? Es ist unbestritten, dass der Zuspruch zu öffentlichen Verkehrsmitteln mit dem Angebot steigt. Wenn Sie einen Stundentakt haben, dann ist das einfach nicht attraktiv. Wer soll das nutzen? Da haben Sie vollkommen recht. Es sitzen heute wenige Menschen in den Zügen, aber es ist ein Riesenpotenzial da. Wir haben uns das ja nicht aus den Fingern gesaugt, sondern wir haben das von namhaften Instituten untersuchen lassen. Wenn ich ein Angebot schaffe und wir sehen das, können wir gerne offenlegen. Alles, was sozusagen zusätzliches Angebot bringt, wird von den Menschen angenommen. Warum funktioniert das in Wien mit dem U-Bahn-Ausbau so, wo die Menschen fahren und der öffentliche Verkehr stattfindet? Und hier, wenn ein Angebot da ist, dann wird auch gefahren. Gut, vielen herzlichen Dank vorerst. Ich würde auch ganz gerne die Frau Magister Kobalt auf die Bühne bitten, um die Position des Bezirks einmal darzustellen. Und dann bitte, meine Damen und Herren, würde ich Sie bitten, sich zu Wort zu melden. Bitte, ich gebe Ihnen das Mikro. Ganz nahe dran. Danke vielmals. Danke auch an die Initiative für die Einladung, hier ein Statement für den Bezirk abzugeben. Wir haben gerade ein ganz, ganz wichtiges und großes Bezirksthema vor uns. Das zeigt ja auch Ihr großes Interesse, die Sie heute alle hierher gekommen sind. Dafür auch ein herzliches Danke auch für Ihr Interesse. Wir bewegen uns da in einem großen Spannungsfeld. Einerseits der Wunsch natürlich und auch des Bezirks ganz klar zum Ausbau des öffentlichen Verkehrs, zum Ausbau der Verbindungsbahn. Da gibt es seit langem die Bestrebungen, einen attraktiven Intervall zu erzielen, damit wir eben auch über die Verbindungsbahn gut angebunden sind und auch in die Zukunft blicken können, weil natürlich ist der öffentliche Verkehr die umweltfreundliche Mobilität und einfach auch zukunftsweisend. Und auf der anderen Seite geht es dann um die Durchführung. Und zu der Art und Weise, wie uns jetzt die Pläne präsentiert werden, sagen wir ganz klar, so können wir das nicht akzeptieren. Sie waren auch sicher zahlreich bei den Informationsveranstaltungen und kennen die Details, die jetzt so langsam ans Tageslicht kommen, seitdem die ÖBB, die ja dieses Projekt durchführt, mit den Detailplanungen begonnen hat und eben auch uns und Sie informiert. Und da sind einfach Dinge dabei, wo wir sagen, das können wir und wollen wir uns für Hietzing gar nicht vorstellen. Und
je nachdem auch von Ihnen aus individueller Betroffenheit, wo Sie gerade wohnen, sind auch die jeweiligen Themen für Sie gerade besonders wichtig. Im Großen und Ganzen geht es darum, dass wir als Bezirk auch in der letzten Bezirksvertretungssitzung viele Anträge eingebracht haben, sehr viele davon einstimmig beschlossen haben. Das heißt, Sie können davon ausgehen, dass wir hier Ihre Anliegen ernst nehmen, gut vertreten und gemeinsam unsere Stimme erheben werden, denn das ist letzten Endes das, was der Bezirk tun kann. Wir haben rechtlich hier keine Stellung, ja, Eisenbahnrecht ist Hoheitsrecht, aber wir erheben unsere Stimme und zwar sehr laut und deutlich. Konkret die Punkte, wo der Bezirk einheitlich und einstimmig dahinter steht, ist, dass wir sagen, die Tiefverlegung muss bis ins Detail überprüft werden. Wir wollen erreichen, dass das möglich wird. Wir werden uns auch genau vorlegen lassen, wie das gehen könnte und was eventuell dagegen spricht. Ja, aber ganz klar ist natürlich auch in der heutigen Zeit eine Tieflage zu bevorzugen, weil wir müssen ja, teilweise kommt es uns so vor, wir sind da mit Planungen konfrontiert, wie man vor 50 Jahren geplant hätte, aber nicht so, wie man in die Zukunft denken soll. Also wie gesagt, der eine Knackpunkt, ganz wesentlich diese Tieflage. Dann kommt die nächste Thematik, wir bewegen uns jetzt ein Stückchen weiter der Bahn entlang zu diesen angesprochenen Kreuzungen. Wir können uns einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass da der Bezirk einfach zugemacht wird und auch was wir aus den Planungen so hören, nicht einmal für die Fußgänger gibt es da verträgliche Lösungen, selbst die sollen noch irgendwelche zusätzlichen Umwege auf sich machen und so einen derartigen Einschnitt im Bezirk, das ist einfach nicht vorstellbar für uns. Ja, die Leute, wie sollen die in den Bezirksteilen dann zueinander kommen, wie kommt man zum Leinzer Platz, also wirklich eine ganz, ganz große Frage, da ist auch die Nahversorgungsthematik eingebettet. Und dann geht es natürlich weiter, bis man bei der Stranzenbergbrücke angelangt ist und wo wir auch dort vernünftige Lösungen brauchen. Wir werden einen sehr, sehr langen und intensiven gemeinsamen Weg vor uns haben. Diejenigen, die sich noch an den Leinzer Tunnel erinnern oder vielleicht auch davon betroffen sind, die wissen das. Das ist auch eine harte Zeit, vor allem für diejenigen Menschen, die unmittelbar an der Bahnstrecke wohnen. Ich kann da selber ein bisschen mitreden. Ja, ich weiß, da geht es auch dann ums Eigentum, um Ihre Wohnung, um Ihre Lebensqualität. Da sind alle Sorgen, die damit verbunden sind, verständlich. Und wie gesagt, das ist auch keine schöne Zeit, ja, weil ich bin überzeugt davon, es werden noch ganz viele andere Planungen kommen, weil wir einfach nicht locker lassen werden und daran arbeiten, dass uns vernünftigere Vorschläge gezeigt werden, uns allen. Und wir werden diesen Weg gemeinsam gehen und am Ende muss auf jeden Fall stehen, dass da was Gescheiteres rauskommt, als es jetzt einmal angedacht ist. Da bitte ich Sie um Ihre große Unterstützung, denn nur mit Ihrem teilweise auch fachlichen Know-how, das Sie einbringen, und mit Ihrer Stimme, gemeinsam dann mit unserer Stimme, können wir da irgendwas erreichen. Also bitte weiterhin um Ihre Unterstützung und machen Sie das auch bitte breit bekannt in Ihrem Umfeld. Wir wollen einfach, dass Hitzing weiterhin dieser schöne und lebenswerte Bezirk bleibt. Auch, ich betone es noch einmal, mit guter öffentlicher Mobilität. Das ist keine Frage für uns, das ist ein Zukunftsthema, aber es geht um das Wie und da muss noch kräftig nachjustiert werden, dass das für den Bezirk, für die Bewohnerinnen und Bewohner akzeptabel wird. Danke, Frau Magister. Vielen herzlichen Dank für diese Wortmeldung. Wir, meine Damen und Herren, würden jetzt ganz gern zu Ihnen kommen, Ihre Meinungen einholen. Da hat es einen Herrn gegeben, der hat sich gleich ganz massiv zu Wort gemeldet. Ansonsten würde ich bitten, irgendwie aufzuzeigen, sich zu melden. Wenn Sie dann drankommen, bitte den Namen nennen. Wir haben auch Mikrofone im Saal, glaube ich, verteilt. Wann das war es? Haben wir Mikrofone im Saal verteilt? Eines, ja. Wir haben ein Mikrofon im Saal. Wenn Sie bitte eine Sekunde Geduld haben, dass Sie dann zum Mikrofon kommen können und dann können Sie sich jederzeit zu Wort melden. Bitte mit Ihrem Namen und Sie haben schon das Wort. Einschalten, ja, geht.
Grüß Gott, meine Damen und Herren. Mein Name ist Paul Daniel Cardos. Ich bin 1972 in der Speisinger Straße 11 geboren, bin jetzt 45 Jahre alt, lebe also mein ganzes Leben lang schon an der Verbindungsbahn. Es gibt sicher Herrschaften hier im Raum, die genau das gleiche Schicksal tragen. Wir sind alle Hietzinger, wir sind alle Nachbarn. Es gibt viele Leute, die in ihrer Jugend an der Verbindungsbahn gestanden sind, beziehungsweise an den Bahnschranken und gewartet haben, bis wir rüber konnten. Die Bahnschranken begleiten mich schon mein ganzes Leben. Warum ich jetzt vorher so etwas ausgezuckt bin, wenn man das auf Neudeutsch sagen kann, ist, weil es mir absolut auf die Nerven geht, dass die österreichische Bundesbahnen hier von der Attraktivierung der Verbindungsbahn reden. Es geht hier nicht um die Verbindungsbahn. Es geht um den Güterverkehr. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, der Herr Mauritz hat was gesagt, vollkommen richtig. Wir haben uns erst, die Gruppe um den Herrn Mauritz hat sich erst vor kurzem gegründet. Ich beschäftige mich seit dem Frühjahr nahezu auf täglicher Basis mit dem Thema Verbindungsbahn. Ich rede mit unseren politischen Vertretern, ich rede mit Leuten, die in Initiativen waren, die sich bereits um den Lainzer Tunnel gekümmert haben. Ich kenne diese Geschichte in- und auswendig. Sie können mir glauben, es bewegt mich. Nicht nur deswegen, weil ich die Details kenne, sondern weil ich tagtäglich den Lärm vom Fenster habe. Jeden einzelnen Zug höre. Manchmal meine eigene Sprache nicht mehr verstehe, wenn ich in meinem Wohnzimmer stehe, wenn Güterzüge vorbeifahren. Und das tief in der Nacht, um 2.30 Uhr, um 3 Uhr. Und das passiert bei uns in Wien, in Hietzing, in einem der lebenswertesten Bezirke. Und jetzt kommt die ÖBB her und sie sagen, sie wollen uns die Verbindungsbahn attraktivieren. Kein Mensch spricht mehr innerhalb dieses Projektmanagements von der Attraktivierung der Verbindungsbahn. Es geht um den Güterverkehr. Und gut, der ist zu verhindern. Ich danke Ihnen vielmals für das Mal. Einen Satz noch, bitte. Ich kann Ihnen jetzt nicht alles vermitteln, was ich weiß. Folgen Sie dem Herrn Mauritz, folgen Sie dieser Verbindungsbahn-Initiative. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten Ihnen zeigen, was hier eigentlich passiert mit unserem Bezirk. Es bleibt kein Stein auf den anderen. Und danke vielmals für diese Wortmeldung. Okay, ein Satz noch, es ist wichtig. Die ÖBB versucht, unseren Bezirk umzubauen und sagt uns noch nicht einmal, wie. Es gibt kein Verkehrskonzept, es ist nichts kommuniziert, es ist ein Projektmanagement, das in jedem Unternehmen sofort, es würden personelle Konsequenzen geführt werden. Herr Magister Hammer, Herr Magister, ich würde das gerne gleich einmal an Sie weitergeben, weil ich glaube, es ist ein Thema, das sehr viele Leute interessiert. Ich lasse den Herrn Magister Hammerschmidt vielleicht kurz zu Wort kommen und dann Sie da hinten. Es geht um den Güterverkehr. Jetzt kann ich mich nur erinnern, ich habe seinerzeit unglaublich viele Geschichten über den Lainzer Tunnel gemacht. Da gab es einen Minister, der hat Faymann geheißen und der hat mir damals ins Mikrofon gesagt, der ganze Güterverkehr soll durch den Lainzer Tunnel gehen. Niemand soll mehr in irgendeiner Form belästigt werden durch den Güterverkehr. Jetzt frage ich mich schon, was ist mit dem Lainzer Tunnel? Ist der kaputt? Ist der unter Wasser? Hat der seine Aufgabe nicht erfüllt? Wieso muss man jetzt erst einen Tunnel bauen und drüber eine Mauer? Das ist also ganz vermittelt sich mir nicht die Frage, die hier gestellt wurde, wo ist der Güterverkehr? Danke. Wenn der Gedanke so stimmen würde, wie Sie ihn jetzt ausgeführt haben, würde ich Ihnen recht geben, aber da sind ein paar Haken dabei. Das erste, der Lainzer Tunnel ist seit Dezember 2012 in Betrieb und über 90% der Güterzüge, die früher über der Verbindungsbahn gefahren sind, fahren durch diesen Tunnel. Lassen Sie mich einfach kurz bitte ausreden. Es gibt einzelne Tage, und das haben wir immer auch damals beim Lainzer Tunnel gesagt, wenn im Tunnel unten gearbeitet wird, es kann vorkommen, dass man mal eine... Das ist kein Problem, ich störe das gar nicht. Dass, wenn in dem Tunnel gearbeitet wird, dass auch mehr Züge an der Oberfläche fahren, aber an der überwiegenden Zahl der Tage fahren die Züge durch den Tunnel. Sie können uns glauben, wir werden auch nicht so blöd sein, einen Tunnel zu bauen und dann weiterhin die Züge... Was hat jetzt der Chor im Tunnel mit dem Lainzer Tunnel? Aber das erschließt sich mir jetzt nicht. Ich würde Sie einfach nur suchen, hören Sie mir doch einfach einmal zu. 20 Jahre
Hören Sie mir doch einfach mal zu. Ich erzähle Ihnen gar keine Geschichten, weil so lange kennen wir uns beide. Wir kennen uns erst seit 5 Minuten. Aber ich würde einfach nur ersuchen, dass Sie mir zuhören. Wir haben den Lainzer Tunnel gebaut für den Güterzugverkehr und die Güterzüge fahren zu über 90% im Tunnel. Ja, das mag stimmen, aber ich sage Ihnen, über 90% der Güterzüge fahren im Tunnel. Das Zweite ist, weil Sie das auch so, verzeihen Sie mir, polemisch gesagt haben, ist der Tunnel kaputt? Nein, warum soll er kaputt sein? Ich sehe keinen Anlass. Der Tunnel ist 5 Jahre... Der Tunnel ist 5 Jahre alt und wo... Darf ich? Ja, genau. Danke, vielen Dank. Der Tunnel ist 5 Jahre alt und ist für 150 Jahre gebaut. Die Semmeringbahn ist jetzt 160 Jahre alt geworden, die Tauernbahn ist 130 Jahre alt geworden und auch diese Tunnelbauwerke werden für 150 Jahre gebaut. Also ich wüsste nicht, warum man nach 5 Jahren oder nach 6 Jahren schon kaputt sein sollte. Also wir fahren jeden Tag durch. Ich bin heute am Nachmittag erst von St. Pölten zurückgekommen mit dem Schnellzug, bin auch durchgefahren und in Meidling ausgestiegen. Es fahren über 90% der Güterzüge. Weil es auf der Schiene tagsüber Personenzüge gibt, wie auch die Westbahn zum Beispiel, die jetzt ab Dezember dann auch zum Hauptbahnhof fahren möchte und man leider Gottes nicht alle Züge hineinbringt. Aber noch einmal, 90% der Güterzüge, vor allem in der Nacht, wo sie schlafen wollen, tagsüber ist das ja nicht so störend wie in der Nacht, fahren durch den Lainzer Tunnel. Okay, also gut, wir nehmen zur Kenntnis, 90% fahren durch den Lainzer Tunnel. Die Frage war allerdings, wird es dann auf dieser Hochstraße, auf dieser Mauer durch Hitzing, wird es dann auch Güterzüge geben, die da durchfahren? Ich behalte das Mikrofon gleich bei mir, weil ich möchte dann nämlich die Frage weitergeben, bitte. Ich will immer das Mikrofon angreifen. Der Ausbau der Verbindungsbahn passiert nicht wegen dem Güterverkehr. Auch das ist bitte nicht richtig. Der Ausbau der Verbindungsbahn, ich habe es gesagt, die 2 Haltestellen, das ist das teuerste an dem Ganzen, dass man unten durchfahren kann, wird für den Personenverkehr gemacht, damit wir einen Viertelstundentakt machen können. Wenn wir keinen Viertelstundentakt wollen, wenn Sie sagen, Stundentakt ist uns ausreichend, Halbstunde geht schon nicht. Nein, es geht mit diesen bestehenden Gleisen und mit diesen Anlagen geht nicht mehr, sonst würden wir heute ja schon fahren, bitte. Es wäre ja, wenn es so leicht möglich wäre, da gibt es viele Zwangspunkte in Hütteldorf und in Meidling mit den Einfahrten, mit den Weichen, mit den Signalen, dann würden wir das ja heute schon machen. Wir wollen mehr Takt draufbringen, wir wollen mehr Züge, wir wollen Ihnen ein besseres Angebot machen, weil es Menschen gibt, Frau Schiller, die vielleicht sich mit dem Zug bewegen wollen, mit dem öffentlichen Verkehrsmittel und nicht mit dem Auto fahren wollen. Gut. Ganz kurz, Herr Hammerschmidt. Ich habe da eine Dame hin, die sich schon öfters zu Wort gemeldet hat, bitte. Herr Fischer, ganz kurz noch. Ich möchte nur eine Zwischenfrage machen. Wir hatten ja schon einen Termin, die Initiative, gemeinsam mit dem Herrn Ulrich. Da war die Diskussion eine ganz andere und die ist uns auch bestätigt worden. Es geht sehr wohl um den Güterverkehr, weil es gibt bereits ein Andenken, dass in der UVP 12 Güterzüge die Stunde oben angesucht werden. Also nicht erzählen Sie uns jetzt hier... Güterzüge waren es. Dann haben sich 5 Leute, die mit am Tisch gesessen sind, verhört. Entschuldigung, Herr Ulrich, dann haben Sie sich verhört. Es war sicher nicht die Rede von 12 Güterzügen. Wir haben als Grundlage für die möglichen Schrankenschließzeiten eine Abschätzung von 12 Zügen pro Stunde. Das sind 8 S-Bahnen pro Stunde in jeder Richtung. Und dann haben wir es etwas noch aufgerundet, den einen oder anderen Zug. Wir haben also noch schnelle Rex-Züge, die teilweise auch über die Strecke fahren, die nicht in die Haltestellen anfahren. Und dann haben wir gesagt, das sind also circa 12 Züge. Wenn man jetzt einen Schrankenschließzeit mit einigen Minuten annimmt, dann ist man bald bei den angesprochenen 30 Minuten Schrankenschließzeiten pro Stunde. Wir haben zwar aber vorhin was anderes gesprochen, aber wenn Sie das so sagen, nehme ich das zur Kenntnis. Gebe aber bitte jetzt an den Herrn Fischer weiter. Gut, dann würden wir jetzt einmal mit der Dame weitergehen, die sich hier schon so lange zu Wort gemeldet hat. Bitte, wenn Sie Ihren Namen nennen und Mein Name ist Küssel. Ich bin wie viele von Ihnen hier aufgewachsen. Habe das Privileg auch, dass meine Kinder hier aufwachsen dürfen. Abgesehen davon, dass eine riesige Mauer diesen Bezirk trennen wird, ist mir bei Ihrer Planung etwas ins Auge gesprungen. Sie machen aus einem wunderschönen grünen Bezirk
eine Betonlandschaft, die in Alt-Erla seinesgleichen sucht. Ich persönlich bin jeden Tag glücklich, wenn ich durch Hietzing fahren kann und alles wunderschön grün ist. Ja, deshalb sind viele mit ihren Kindern, die noch nicht hier aufgewachsen sind, auch hergezogen, weil wir die Lebensqualität in diesem Bezirk schätzen. Und ich sage Ihnen, ich verstehe Ihre Bitte, dass es nicht emotional werden soll, aber wenn Ihnen Ihre Lebensqualität so genommen wird, dann würden Sie auch darum kämpfen. Danke vielmals für diese Wortmeldung, das war sehr emotional. Ich würde ganz gerne jetzt ein paar Wortmeldungen zusammenfassen. Wo ist die nächste Wortmeldung? Ich sehe da hinten die Dame, die sich zu Wort gemeldet hat, und dann der Herr. Vielleicht können wir die einzelnen Punkte zusammenfassen und dann eine Antwort nehmen. Bitte schön. Ich heiße Lieselotte Bater und wohne in der Neblinger Gasse. Ich habe die Züge genau vor dem Fenster. Die Lastzüge haben mich sehr gestört. Die Personenzüge machen mir nichts. Ich habe Bäume dort stehen, wo ich die großen Gebäude hinten nicht sehe. Das Haus, wo früher die Kugel drauf war, ich sehe die alle nicht. Es sind Bäume dort, die blühen, die sind riesengroß. Und ich brauche vor meinen Fenstern keine Wand. Okay. Und ich glaube, das ist dasselbe, was die Dame gesagt hat. Mir wurde gesagt bei der letzten Treffen, das wird wieder begrünt. Ja, mit ein bisschen Gras. Wer stellt Riesenbäume her? Wir haben dort Sträucher vor den Bäumen. Ich sehe die Bahn gar nicht. Ich höre sie nur. Vielen herzlichen Dank. Ich habe mehrere Wortmeldungen jetzt. Bitte da eine Wortmeldung, dann war hier eine Wortmeldung. Ganz kurz noch die Dame, welche Gasse war das? Welche? Hier hast du die Quergassen bei der Bahn, die auch gesperrt ist. Gut, Sie wollen jedenfalls nicht, dass die wunderschönen Bäume alle wegkommen und dass dann irgendwas begrünter Beton davor steht. Das verstehen wir. Okay. Gut, bitte. Zunächst einmal hier die Dame und dann der Herr. So. Bitte ganz kurz ums Mikrofon. Name bitte nennen und das Anliegen. Ja. Ich heiße Silvia Höllriegel, ich wohne in der Hofstraße. Wir sind natürlich auch eine der unmittelbar Betroffenen. Ich habe nur die Frage an die ÖBB. Um diesen ganzen mörderischen Ärger, den Sie jetzt ja offensichtlich hier haben, aus dem Weg zu gehen, wieso wehrt man sich so gegen eine Tiefverlegung der Bahn? Das verstehe ich nicht. Gut, auch das ist eine Frage, die wir dann noch weitergeben wollen. Ich habe hier eine Wortmeldung gehabt von diesem Herrn. Bitte das Mikrofon vielleicht weiterzugeben. Und dann habe ich da hinten den jungen Herrn. Sie kommen dann gleich nach diesem Herrn dran. Grüß Gott, mein Name ist Peter Holobeck. Man hat den Leinzer-Tunnel gebaut, dass die Güterzüge unten fahren. Wieso fahren sie oben? Wer ist zuständig, dass der Tunnel nicht so funktioniert, dass alle unten fahren können? Danke. Dankeschön, jetzt kommt der Herr endlich dran und dann habe ich da hinten den jungen Mann, der da noch ist. Bitte das Mikrofon und auch den Namen wieder nennen. Mein Name ist Wolfgang Schönlaub. Ich habe vor 3 Jahren Unterschriften gesammelt für eine Attraktivierung der Verbindungsbahn. Es sind jetzt da so Wortmeldungen aufgetaucht, so zwischendurch. Für was braucht man das? Es waren immerhin fast 5000 Leute, die gesagt haben, wir wollen es. Und was noch dazukommen ist im Sidestep-Gespräch, die Leute wollen natürlich eine Lärmschutzwand haben. Das war damals, wie noch gar kein Projekt gegeben hat. Ich will mich auf das Projekt der ÖBB noch gar nicht beziehen. Ich will nur etwas klarstellen, dass es der Wille der Bevölkerung war, zumindest seines Teils, dass die Verbindungsbahn attraktiviert wird. Danke vielmals. In Form einer Hochlage. Eine positive Stimme für die Attraktivierung. Ich habe jetzt einen jungen Mann da ganz hinten, der hat sich schon mehrmals zu Wort gemeldet. Bitte, wenn Sie Sekunde warten auf das Mikrofon. Danke für die Geduld. Mein Name ist Erhard. Ich habe früher in der St. Veit-Gasse zur Hummelgasse, Ecke Hummelgasse dort gewohnt und jetzt wohne ich an der Fasangartengasse mit Blick auf die Verbindungsbahn. Ich wohne im Dachgeschoss und was mich hauptsächlich stört an den Planungen ist die Ästhetik.
Es geht mir dabei weniger um die Höhe der Mauer. Ich möchte dabei an die Debatte beim Eislaufverein erinnern, wo es auch um die Höhe vor allem ging, sondern es geht mir um die Ästhetik. Es wird in den Visualisierungen meist die typische ÖBB Corporate Identity Sichtbetonwand gezeigt und das finde ich ist mit Hietzing und überhaupt mit der österreichischen Baukultur eigentlich nicht vereinbar und ich empfinde es auch sonst schon eigentlich als Beleidigung für meine Augen. Aber wenn ich allerdings es direkt vor meiner Haustür habe und dann möchte ich mich auch direkt da hier beteiligen, dann empfinde ich es einmal mehr als eine Beleidigung für meine Augen. Und so sehr ich den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs auch begrüße, so kann ich mir doch nicht vorstellen, dass wir eine Sichtbetonmauer direkt durch den Bezirk gezogen haben wollen, auch wenn diese nur partiell zu Vorschein kommen würde, dank diesen Sichtschutz- und Lärmschutzwänden. Aber zum Beispiel beim Übergang Hietzinger Hauptstraße würde ich mir eine Verklinkerung oder eine Begrünung mit Efeu wünschen, da ich das einfach ansprechender fände und das einer Meinung nach auch verträglichere Lösung wäre, ästhetisch. Vielen lieben Dank. Also Sie wollen eine sozusagen Behübschung der Mauer. Ich habe da hinten einen Herrn mit Brille, der hat sich schon mehrmals gemeldet. Bitte, wenn er so lieb ist und das Mikrofon in die Hand nimmt. Mein Name ist Thomas Ganzterer, wohne in der Thomas-Morus-Gasse. Sie haben gesagt, die Anbindung der S45 ist das Einzige, was überhaupt logisch ist. Der Bahnhof da bei der Endstation vom jetzigen Zehner, das ist ja... Okay. Vielen Dank für diese Wortmeldung. Ich möchte jetzt dem Herrn Magister Hammerschmidt die Gelegenheit geben, auf einige dieser Fragen zu antworten. Ich bleibe gleich bei Ihnen stehen. Wir hatten zunächst einmal die Unterführung. Das heißt, das Ganze wird tiefer gelegt. Gibt es ja auch in Wien sehr, sehr oft. Wird die S-Bahn ja tiefer gelegt. Warum ist so eine Möglichkeit nicht vorgesehen? Respektive, geht es da ums Geld oder geht es da um was ganz was anderes? Warum muss man das hoch hinaufbauen? Vielleicht noch einen, bevor ich die Frage beantworte mit der Tieferlegung, nur einen Satz zu der Mauer durch den Bezirk. Das Projekt ist 5 Kilometer lang und die Mauer, von der Sie sprechen, ist 950 Meter. Und das ist im Bereich Hietzinger Hauptstraße links und rechts davon. Und diese 950 Meter sind noch einmal auf 200 Metern durchbrochen. Das hat man auch auf den Fotos gesehen, wo die Stützen sind, wo man durchschauen kann. Das ist der derzeitige Plan. Das heißt, die zitierte Mauer ist in Summe 750 Meter lang von 5 Kilometern. Wir sind auch diese sehr einzelnen Wortmeldungen dann, ob man die Mauer verkleiden kann, ob man Klinker macht oder sonst was, wir sind ganz am Anfang von einer Planung und von Gesprächen. Das heißt, wir wissen vieles noch gar nicht. Nehmen wir zum Beispiel den Leinzer Turm. Also Sie fangen zum Detailplanen an und gehen dann ins Große. Wir fangen im Großen an und gehen dann ins Detail, weil wir jetzt erst einmal die Grundsachen wissen müssen, bevor wir uns mit den Details beschäftigen. Ja, Sie, glaube ich, hören mir nicht zu. Ich habe gesagt, ich möchte zuerst die Frage in der Mauer beantworten, bevor ich zur Tieflage komme. Wenn Sie mir zuhören, dann würden Sie mich nicht so maßregeln müssen. Das mit der Tiefverlegung. Der zwingende Punkt bei der Tieferlegung ist der Wienfluss. Wenn Sie den Wienfluss kennen, dann ist der 4-5 Meter unter dem Straßenniveau. Und Sie wissen, die Eisenbahn fährt über der Straße drüber. Das heißt, wenn Sie dort einen Tunnel unter den Wienfluss legen, dann haben Sie zur bestehenden Brücke... Lassen Sie mich ausreden, ich erkläre es Ihnen. Wenn Sie nach der Brücke hinunterfahren, dann ist die Verbindungsbahn nach dem Speisinger Bogen unter der Erde, weil wir leider nicht wie in Brat eine Hochschaubahn bauen können, sondern wir haben maximal 10 bis 12 Promille, nicht Prozent, Steigung, weil Sie sonst die Züge nicht mehr den Berg hinaufschaffen. Wir sind leider nicht so, dass wir plups hinunterfahren können und dann plups wieder hinauf, sondern wir müssten unter dem Wienfluss durch. Das ist ein Höhenunterschied zwischen der bestehenden Eisenbahnbrücke und einem Tunnel, der drunter ist, von 30 Metern. Wenn Sie 30 Meter tiefer sind als jetzt, dann müssen Sie dementsprechend links und rechts von diesem Tiefpunkt, von diesem Zwangspunkt, hinuntergehen. Das heißt, Sie müssten vor dem Bahnhof Hütteldorf anfangen, die Bahn abzusenken. Sie würden die ganzen Querungen, Deutsch-Ordenstraßen, wie sie alle heißen, im 14. Bezirk, zerschneiden mit der Tiefverlegung, weil der Tunnel ja sich langsam zu senken beginnt. Dann sind Sie irgendwann unter dem Wienfluss. Und nach dem Wienfluss müssen Sie wieder in der gleichen langsamen Geschwindigkeit auftauchen und dann tauchen Sie irgendwann nach dem Speisinger Bogen wieder auf.
Das heißt, das ist eine enorme Distanz, wo Sie auch im 14. Bezirk und teilweise auch dann im 13. Bezirk die Kreuzungen nach dem Speisinger Bogen auch zerschneiden, wo Sie dann nämlich vor einer Tunnelwand stehen, weil das Ding ja langsam wieder auftaucht. Herr Herzlinger, aber es ging nie um einen Tunnel. Wir reden von einer Tiefverlegung, nicht von einem Tunnel unter dem Wienfluss. Das ist für uns. Danke vielmals einmal für diese Erklärung. Also offenbar ist der Tunnel ein bisschen teurer als diese hohe Ding. Also es geht ums Geld nicht, wenn es ums Geld geht. Wir haben hier noch eine Wortmeldung, dann würde ich gerne zum Herrn Moritz kommen. Bitte. Haben wir ein Mikrofon für den Herrn da hier vorne? Christian Gerzerberg, stellvertretender Bezirksvorsteher. Ich würde, also dass das so emotional ist, ist nur zu verständlich, weil es betrifft nicht nur uns alle, die wir hier sitzen, sondern auch viele unserer nachfolgenden Generationen. Wie wir gehört haben, werden solche Projekte auf 150 Jahre ausgelegt. Also das ist ja nicht so etwas, was in ein paar Jahren reversibel ist. Umso mehr ist das verständlich. Ich würde gerne ein bisschen auf die Verantwortlichkeiten hier eingehen. Also die ÖBB plant und führt durch das, was sie von der hohen Politik verordnet oder angeschafft wird. Und dieses Projekt kommt oder käme nur zustande in enger Kooperation mit der Stadt Wien. Und wie mit den Bedürfnissen, speziell in Sachen Verkehr, in den letzten Jahren umgegangen wird, das erleben wir ja täglich. Und ich kann nur hoffen, dass in zwei Wochen ist alles vorbei, wenn es hier neue Minister gibt, dass dieses Projekt in dieser Form Geschichte sein wird. Gut, ich danke Ihnen zunächst einmal. Ich darf Sie auch herzlich ersuchen, die Petition, die über unsere Initiative im Nationalrat eingebracht wurde zu diesem Projekt, tatkräftig zu unterstützen, damit wir die entsprechende Kraft haben, auch das in dieser Form abzuwenden. Vielen Dank. Gut, ich danke Ihnen herzlich. Ich muss mich noch beim Herrn Hammerschmidt entschuldigen. Ich habe ihm angeblich irgendwas unterstellt, dass das teuer wird. Ich hätte über Geld gesprochen. Reden wir über das Geld? Sie würden gern nicht über das Geld reden. Nein, ich rede auch gerne über das Geld. Schaut Sie, ich rede auch gerne über das Geld, nur wenn ich das Wort. Wenn ich das Wort Geld nicht verwende, sagen Sie nicht, ich rede über das Geld. Aber ich kann auch gerne über das Geld reden, wie Sie wollen. Nur, ich habe nur eine Ergänzung. Ich will mich nicht in den Wahlkampf einmischen. Dieses Projekt ist abgesegnet worden von einem Bundesminister für Finanzen, ich glaube, der heißt Herr Schelling, und einem Bundesminister für Verkehr, der heißt Herr Leichtfried. Das Projekt ist abgesegnet von allen 5 Fraktionen des Wiener Gemeinderates, da ist auch die ÖVP dabei. Also ich möchte das nur bitte sagen, es haben hier alle Fraktionen im Gemeinderat und auf Bundesebene die Regierung dieses Projekt freigegeben. Sie müssen sich vorstellen, hier werden 270 Millionen Euro investiert, das ist ja kein Pappenstiel. Und dieses Geld kommt vornehmlich vom, ja natürlich ist das Ihr Geld, Steuergeld, natürlich, ja natürlich. Alles, was in der, jeder Kindergarten, jeder Fußballplatz wird mit Steuergeld, das geht ja gar nicht anders. Ja, da sind wir ja da, dass wir reden. Ich will ja nur klar machen, wo die Entscheidungen getroffen wurden. Okay, vielen herzlichen Dank. Wenn Sie sagen, das kostet wie viel? 240, 270. 250, 270 Millionen, der Leinzertunnel hat 1,3 Milliarden, wenn ich das richtig im Kopf habe, gekostet, hat, glaube ich, 10 Jahre Bauzeit gehabt. Mir ist das noch nicht ganz klar. Ich erinnere mich selber an ein Interview mit dem damaligen Bundesminister Faymann, der mir im Interview gesagt hat, ja, Sie planen den Leinzertunnel eigentlich genau deswegen, um eine Anbindung zum Zentralbahnhof zu haben und den gesamten Personen- und Güterverkehr von der Oberfläche der Straße wegzukriegen und dort hineinzulegen. Und jetzt frage ich mich ernsthaft, warum man den Personenverkehr plötzlich wieder oben haben will. Und wie Sie gesagt haben, 90% Güterverkehr unten, bleibt immer noch 10% Güterverkehr oben. Also irgendwo, entschuldigen Sie, ich habe dieses Projekt sehr lang verfolgt als Journalist, und irgendwo denke ich mir, irgendwo kann doch jetzt nicht stimmen. Ist der Leinzertunnel eine Fehlplanung gewesen? Hat man anstatt die eine Röhre vielleicht doch, hätte man vielleicht doch 2 Röhren bauen müssen? Hat man die Fehlplanung dort gesehen, dass man nur 2 Gleise hat, anstatt 4? Was ist da passiert? Ein Projekt, das 1,3 Milliarden Euro gekostet hat. Ich behalte das Mikrofon. Ich nehme mein eigenes Mikro. Sie vermischen immer Dinge, ich weiß nicht, ob Sie es absichtlich machen, das mit dem Leinzer Tunnel, ich sage es Ihnen noch einmal, es fahren da unten sämtliche Personenschnellzüge. Die Railjets, in Zukunft auch die Westbahnzüge, Sie sehen keinen einzigen auf der Verbindungsbahn, mit der Ausnahme, wenn im Tunnel einmal Arbeiten stattfinden, das ist ganz selten. Sonst, die Railjets fahren nicht um 3 in der Früh, weil der letzte kommt um 11:30 oder um 10:30 am Hauptbahnhof an.
Ja, hören Sie mir doch zu. Ich rede jetzt gerade von den Railchats. Ich käppel nicht. Ich versuche Ihnen nur etwas zu sagen. Sie unterbrechen mich immer, weil Sie mir nur einen Teil nicht zuhören. Ja, ich unterbreche Sie auch nicht, wenn Sie sprechen. Herr Schmidt, wirklich aus. Das wäre nur fair, in also eher aussprechen zu lassen. Bitte, Herr Magister. Gut. Und das Zweite sind die Güterzüge. Und ich kann es noch einmal sagen, der Lainzer Tunnel ist für den Personen- und für den Güterverkehr gebaut worden. Und ich würde Sie bitten, Sie geben mir das dann nachher, dieses Interview. Ich kenne es nicht, weil ich habe das verfolgt, das ja auch schon seit 10 Jahren. Es war nie die Rede davon, dass der gesamte Personenverkehr unter die Erde kommt, weil wo würden dann die Schnellbahnen fahren, die heute fahren? Also wenn die im Lainzer Tunnel fahren, dann hätte man in Speisen keine Möglichkeit ein- und auszusteigen. Also weiß ich nicht, wie Sie sich das vorgestellt haben. Und das Zweite, was nie behauptet wurde, aber Sie können mir dieses Interview nachher geben, ich kenne diese Aussage nicht, dass sämtlicher Güterverkehr unter die Erde kommt, war weder in den 25 Jahren, nicht 10 Jahre war die Bauzeit, aber in den 25 Jahren der Projektgeschichte des Lainzer Tunnels ein Thema. Und es war auch nicht ein Thema kurz vor der Fertigstellung. Es war immer das Thema, dass die Mehrzahl der Güterzüge, wie gesagt, über 90% unter die Erde kommt. Aber ein kleiner Teil muss an der Oberfläche fahren, weil wir gerade tagsüber, wo sehr viele Personenzüge im Tunnel fahren, haben wir einfach keinen Platz und die Güterzüge fahren tagsüber dann über die Verbindungsbahn. Wir haben da offenbar eine gewisse Grauzone in der Interpretation. Ich möchte jetzt ganz gerne zum Herrn Mauritz kommen, der etwas vorbereitet hat. Sie kommen gerne noch zu Wort. Wir wollen jetzt nur mal dieses... Ja, sehr gern. Sie kommen gleich zu Wort. Wir wollen nur dieses Kapitel kurz abschließen. Bitte. Zum Lainzer Tunnel. Haben Sie eine Frage zum Lainzer Tunnel? Eine moderne Hochleistungsstrecke an einem belasteten Stück des Bahnnetzes im Wiener Raum. Sie hilft, den Straßenverkehr auf die Schiene zu verlagern. Denn durch den Lainzer Tunnel werden dringend notwendige Kapazitäten für den Nahverkehr frei. So kann die umweltfreundliche Bahn durch mehr und günstigere Anschlüsse zu einer noch attraktiveren Alternative für Pendler werden. So, jetzt haben wir ganz kurz einen Einspieler gehabt vom Lainzer Tunnel. Zu dem Lainzer Tunnel, ich möchte mal einen Schritt vorgehen, bevor ich zum Lainzer Tunnel komme. Bei den letzten Besprechungen, wir haben immer diese Promillgrenzenverschiebung von 16 Promille in den ursprünglichen Ausschreibungen, dann bei den letzten Besprechungen waren es 12 Promille, jetzt höre ich von Ihnen 10 Promille Steigung. Haben Sie gerade gesagt, die 10 Promille? Also 10? Nein, ich sage, bevor ich zum Lainzer Tunnel komme, dann zu den Steigungen. Diese Promille-Sachen sind doch ja eigentlich schwerpunktmäßig für den Güterverkehr, weil der schafft ja die Steigungen nicht. Der Personenverkehr schafft es locker. Ah, Herr Mertens, ich sage es noch einmal. Mauritz. Entschuldigung, Mauritz, Mertens, Mauritz, verzeihen. 90% des Güterverkehrs fährt durch den Lainzer Tunnel. 10% fahren über die Verbindungsbahn. Wenn nur 1% über die Verbindungsbahn fahren, muss die Ausgestaltung der Trasse so sein, dass der Güterzug fahren kann. Das heißt, kurz, heißt das, wir machen diese Tieferlegung nicht wegen dem Güterverkehr. Weil wenn es nur um den Personenverkehr gehen würde, bräuchten wir nicht diese Hochtrasse, auf gut Deutsch. Das habe ich ja schon die ganze Zeit gesagt, dass diese Strecke sehr wohl vordringlich für den Personenverkehr ist, aber es auch eine gewisse Anzahl an Güterzügen gibt. Das sage ich jetzt den ganzen Abend schon. Okay, also jetzt wollte ich hören. Jetzt haben wir ein bisschen Klarheit. Jetzt hat eine Dame sich hier zu Wort gemeldet, die wollte unbedingt noch zum Lainzer Tunnel was sagen. Vielleicht können wir das Licht auch wieder aufdrehen. Bitte, wenn Sie sich zu Wort melden und der Name und Ihre Meinung. Marianne Springer, ich kenne solche Sitzungen. Ich war Ordinarie in der Medizin. Was hier fehlt, und das muss eingefordert werden, es ist immer nur vom Status Quo die Rede, was den Güterverkehr betrifft und überhaupt nicht davon, was hier geplant ist. Und ich bin der Meinung, dass die ÖBB dringend diesem Gremium auf den Tisch legen muss, wie die Frequenz des Güterverkehrs in Zukunft geplant ist. Das ist notwendig, bei einem modernen um hier weiter zu diskutieren. Bevor das nicht am Tisch liegt, immer nur vom Status Quo zu reden, hat wenig Sinn. Danke. Das muss die ÖBB. Danke vielmals, der Herr Mauritz und dann der Herr Hammerschmidt. Gnädige Frau, das muss die ÖBB so und so. Spätestens bei der UVB-Prüfung müssen Sie bekannt geben, wie viele Güterzüge Sie in der Stunde da drüber fahren werden. Also Personen, das müssen Sie, na jetzt wird es schwer gehen, aber Sie müssen es bekannt geben. Herr Hammerschmidt. Die Verkehrsprognose des Verkehrsministeriums gemeinsam mit zwei Konsulentenbüros stammt aus dem Jahr 2011.
und dort kann man heute schon nachlesen, wie sich der Güterverkehr und der Personenverkehr in Österreich und auch streckenbezogen entwickelt wird. Und, wie Sie richtig sagen, konkret für dieses Projekt wird es mit der Umweltverträglichkeitsprüfung natürlich dargelegt, welche Personenzüge, welche Güterzüge wo und wann fahren werden. Okay, ja, also das ganze war das Projekt, diese Auskunft für Sie ausreichend? Ich habe da eine Wortmeldung, der Herr mit der Brille, und dann habe ich hinten noch eine Wortmeldung von einer Dame, glaube ich, und noch ein Herr. Ja, bitte. Köllenberger, ich habe da vorher auch entnommen, der Herr Ulrich hat, glaube ich, gemeint, in dieser Art Planung, was da schon geplant wird, ist angeblich auch schon eine Zugverbindung, eine E-Nummer geplant, die eben auch hier durchfährt und gar nicht in den Stationen, die neu gebaut werden, stehen bleiben. Ist das richtig? Habe ich das so richtig vernommen? Ja. Sie haben erwähnt, dass da Züge schon geplant werden, die durchfahren. Der Herr Hammerschmidt oder wer hat das erwähnt? Nein, der Herr Ulrich hat. Aber ich kann es gerne auflösen. Ich kann es gerne auflösen. Bitte. Der Personenverkehr mit den Haltestellen ist ein Viertelstundentakt geplant. Und es wird dazwischen auch Züge geben, die Rex-Züge, die schneller fahren, die woanders hinfahren, die in diesen dazwischenliegenden Zeiten auch durchfahren und nicht stehen bleiben. Aber die Konzeption der Haltestellen ist ein Viertelstundentakt. Das heißt für mich als Bürger des 13. Bezirkes, der auch zur Stadt hoffentlich gehört, habe sozusagen hier nicht die Möglichkeit, die Infrastruktur zu nutzen. Weil hier, wenn er nicht stehen bleibt in der Station, kann ich nicht einsteigen. Und daher, in welchen Lastzügen kann ich einsteigen, dass ich die Infrastruktur nutzen kann? Und dann die Zusatzfrage jetzt weg von dem Thema. Von der Planung her ist das sehr schön, dass Sie hier mit den 10% und so weiter sprechen und Sie umgehen uns eindeutig auch mit den einzelnen Stückzahlen, weil es werden die Züge ja nicht weniger werden. Wie Sie ja gesagt haben, auch die Westbahn wird sich anschließen und wird das benutzen, wenn es ja mehr werden. Und jetzt als Abschluss dazu die Frage, was ist mit dem Containertransport, was im Süden geplant wird? Die werden ja auch dazukommen, die Züge, oder nicht? Danke. Herr Hammerschmidt. Der Containerterminal ist seit 2 Jahren in Betrieb, also der ist nicht geplant, sondern der ist schon fertig und die Güterzüge, die zum Containerterminal fahren, fahren einerseits durch den Lainzer Tunnel und andererseits großräumig um Wien herum über Klosterneuburg und dann über die... Der Herr Moritz wollte sich da kurz zu Wort melden und dann die Dame da hinten. Entschuldigung, das ist das Klassische, was ich eigentlich meine, diese Kapazitäten. Ja. Jetzt ist der Lainzer Tunnel fertig, jetzt ist er voll. Jetzt bauen wir eine Hochtrasse, die sind, wenn sie fertig ist, auch voll. Dann bauen wir noch was dazu. Ja, wo waren sie nicht voll? Warum muss ein Güterverkehr, das müssen wir erklären, warum muss in der heutigen Zeit ein Güterverkehr durch die Stadt geführt werden? Das ist unvorstellbar. Das Wien, glaube ich, ist die einzige Metropole, die es noch macht. Jede europäische Stadt, moderne, schaut, dass sie den Güterverkehr raus aus der Stadt bringt. Na, wir machen eine Hochtrasse, wir führen noch hoch über Wien drüber. Genial. Ja, haben wir schon. Danke. Noch einmal, ich kann mich nur wiederholen, aber vielleicht wollen Sie es einfach nicht hören. Die Güterzüge... Bitte lassen wir den Herrn Hammerschmidt hier kurz noch aussprechen und dann gehen wir wieder ins Publikum. Bitte, kurz. Ja, wenn immer die gleichen Fragen kommen, muss ich immer das Gleiche reden. Was soll ich denn tun? Fragen Sie mir was anderes, dann werde ich was anderes sagen. Herr Hammerschmidt, entschuldigen Sie, die gleiche Frage war das jetzt nicht. Ich wollte ja antworten. Die Kernfrage war schon, und da würde ich schon Sie als Verantwortlichen der ÖBB bitten, die Kernfrage war schon, moderne... Metropolen leiten den Güterverkehr nicht quer durch die Stadt. Warum ist das in Wien so? Erstens stimmt diese Aussage nicht, dass das moderne Metropolen machen. Das machen alle modernen Metropolen, weil es auch in der Stadt Verladepunkte gibt, wo Güter ein- und ausgeladen werden. Das ist kein Blödsinn. Ich kann Sie... Es ist keine europäische Großstadt, verzeihen Sie mir. Ja, aber es ist auch eine Stadt. Ja, aber Sie haben von europäischen Großstädten gesprochen. Sie versuchen es. Ich denke da eher an London, Paris, New York, also nicht Europa, vielleicht Straßburg oder solche Städte. Und ich kann Sie gerne mal durch London führen, ich kann Sie gerne mal durch Paris führen und Sie werden sehen, dass dort auch Güterstrecken durch die Städte gibt, weil es eben auch den Bedarf gibt, in der Stadt vielleicht was ein- und auszuladen. Wir können uns auch gerne am Stadtrand ausladen und dann mit dem LKW einfahren. Die werden aber nicht ausgebaut. Die werden nicht ausgebaut. Die werden sehr wohl ausgebaut, gerade in London aktuell wird wieder eine Strecke ausgebaut. Wir haben in Wien den Lainzer Tunnel um 1,3 Milliarden gebaut, den wir auch anfüllen wollen. Wir haben eine verschwindend kleine Anzahl von Güterzügen auf der Verbindungsbahn. Ja, das ist so, aber die Masse... ...nach Leins Fasangartenkasse, der Schleichweg. Es ist hier geplant, den Schranken zuzumachen, den Verkehr zu quetschen durch die Wambacher Gasse, durch die Waldvogelstraße, den Nahversorger Hofer wegzureißen, dort eine Unterführung zu machen, wo dann der Verkehr dann irgendwo einmal nach Leins hinunterfließt. Das muss man sich einmal vorstellen, als Anrainer, was das bedeutet. Wir haben hier gekämpft für Wohnstraße, für ruhige Verhältnisse, ja, und dann haben wir da den ganzen Durchzugsverkehr in den engsten Gassen
des Bezirks. Ja. Solche Konzepte sind einmal überhaupt nicht angedacht hier. Und was mir auch auffällt, wenn ich die ganze Planungsstruktur dieser Strecke mir anschaue, kommt mir das so vor, es geht hier wieder mal nicht um die Hitzingerinnen und Hitzinger und dass man hier was attraktiver macht, auch wenn man das groß plakatiert, sondern es geht wirklich darum, wieder eine Strecke zu machen, wo man Verkehr durch Hitzing durchführt. Ja, hat mein Vorredner zu meiner rechten Seite schon gesagt, es ist irrational, dass man eine U4 im Winter nicht verbindet mit einer Schnellbahn, ja, dass die drüber geht. Ja. Es ist irrational, wenn wir uns die Abstände der Haltestellen anschauen, statt dass man monströse Riesenhaltestellen baut. Es genügen vollkommen, sage ich einmal, von der Struktur, vielleicht mit einem Flugdach, dass man nicht im Regen steht, wie es die Speisinger Haltestelle ist. Ja. Aber dafür Abstände, wie wir sie haben, zum Beispiel auf der S45, es gehört mit der S45 verbunden, dass wir den Außenring schließen. Ja. Dann haben wir wirklich, die Schnellbahn sollte eigentlich hier die Funktion haben, was die U4 hat im Windtal, was die U6 hat am Gürtel, was die S45 gut ist in Otterkring. Ja. Vielen herzlichen Dank vorerst. Wir haben überhaupt das jetzt nochmal zur Kenntnis gedacht. Genommen. Und darf ich noch, Moment, ein Schlusswort noch. Sie sind gerne neu. Ich muss ein bisschen schauen, es haben sich noch so viele Leute zu Wort gemeldet. Entschuldigung, was mir auch auffällt, wenn ich die Züge hier beobachte, wir haben jetzt bedeutend mehr Zugsfrequenzen, als der Herr von der ÖBB gesagt hat, bereits als Zukunftsvision. Und es sind größtenteils Züge, die hier durchfahren, die also nichts mit Schnellbahnverkehr zu tun haben. Ja. Es sind vermehrt wieder Güterzüge und es stimmt nicht, dass man gesagt hat uns von vornherein, wir haben dann wieder Güterzüge hier. Ich war selber sehr stark involviert in der Lainzer Tunnel-Geschichte und man hat uns den Lainzer Tunnel verkauft damit, wir haben hier einen attraktiven Schnellbahnverkehr für uns hier und die Güterzüge sind im Tunnel. So hat man uns das damals verkauft. Und das, die Erklärung haben wir ja schon vom Magister Hammerschmidt schon gehört. Vielen herzlichen Dank. Ich habe hier eine Dame, die sich schon lange zu Wort gemeldet hat und dann hier ein Herr, der sich auch schon lange zu Wort gemeldet hat. Bitte vielleicht einmal zunächst die Dame dort. Aber bitte kurz fassen, nicht zu lang. Dankeschön. Bitte. Ich danke der Vorrednerin und möchte mich auch gleich da anschließen. Ich ersuche aber dem Ingenieur neben mir zuerst, bevor ich noch daran anschließe, wir treten im Doppelpack auf und ich möchte ihm gern den Vortritt bitte anschließen. Aber trotzdem kurz fassen, bitte, wir sind schon mein Name ist Andreas Schömelder. Und Frau Kauders, wir wohnen beide direkt bei der Schnellbahnstation Speising, wir sind Anrainer dort und das Verkehrskonzept, so wie das jetzt angedacht ist, dass das gesamte Grätzl rund um die Jagdschlossgasse, dass die alle durch die Waldvogelstraße durchfahren sollten. Bei der Jagdschlossgasse gibt es keine Verbindung und dann unterirdisch beim Hofer vorbei. Das ist ein Humbug. Wir haben dort ein halbes Dutzend Kindergärten. Das sind alles Tempo 30 Zonen. Wir haben da teilweise Wohnstraßen. Und wenn man jetzt den ganzen Verkehr dort durchlotst, zusätzlich müsste man jeden einzelnen Baum in der Waldvogelstraße abreißen, damit sich das ausgeht überhaupt. Also sowohl vom umwelttechnischen als auch vom Standpunkt der Anrainer, der Kinder, finde ich das gemeingefährlich. Okay, vielen lieben Dank. Ja, Sie wollten noch was ergänzen, aber bitte ganz kurz, ich habe hier noch eine ganze Reihe von Wortmeldungen. Ich möchte daran anschließen sozusagen, dass wir die Informationen ein bisschen schon haben, dass dieser Nebel, den Sie bei diesen verschiedenen Übergängen gezeigt haben, ja eigentlich schon konkreter oder gelüftet ist. Es ist so, dass ja die Bahnübergänge außer der Versorgungsheimstraße ja in der Planung weg vom Fenster sind. Das heißt, bei der Versorgungsheimstraße soll eine Durchzugstraße mit 2,5 Meter Breite gemacht werden. Das heißt, es kommt das ganze Areal, wie der Herr Ingenieur gerade gesagt hat, weg. Und diese Durchzugstraße taucht auf in der Waldvogelstraße in der Höhe nach dem Pillar, nach dem Block, also genau dort, wo eine große Menge von Leuten natürlich wohnen. Viele Anrainer, auch von der Steinlechnergasse, die die Wohnstraße zum Beispiel erkämpft haben, wohnen. Dann soll es weitergehen, diese Durchzugstraße, also nach der Bahn biegt sie rechts ab, geht weiter bei der Jagdschlossgasse drüber und bis zur St. Veit-Gasse.
Alle anderen Bahnschranken werden geschlossen und bleiben geschlossen. Und ich ersuche auch, dass die Vertreter, Herr Ingenieur, dass Sie auch darauf eingehen, auf diese konkrete Planung bitte. Okay, vielen lieben Dank, wir werden das an den Herrn Ingenieur weitergeben. Einen Satz muss ich noch sagen, Entschuldigung. Und zwar, es macht keinen Sinn, eine Unterführung, die einzige Unterführung, sodass diese Anrainer dort den ganzen Lärm alles übernehmen müssen für alle anderen Bahnschranken und dass außerdem die Rettung einen riesen Umweg machen müsste, rechts abbiegen bei der, und über die Jagdschlossgasse geführt wird. Und außerdem ist es so, dass die Rettung ja bisher überhaupt nicht bei der Versorgungsheimstraße fährt, weil sie ja nicht rechnen kann, 10 bis 15 Minuten zu warten. Es ist in unmittelbarer Nähe von der Leinzer Straße, Speisinger Straße, die Unterführung. Das heißt, parallel dazu macht es kaum einen Sinn, die einzige Unterführung zu machen. Okay, entweder alle oder keine. Vielen Dank. Und es geht nur für ums Verkehrskonzept, das offenbar ja nicht wirklich ausgerastet ist. Ich würde Sie da gerne bitten, Sie haben sich schon längere Zeit zu Wort gemeldet. Vielleicht haben wir das Mikrofon hier für den Herrn. Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Bezirksrat Klaus Daubeck. Ich war von Anbeginn an bei den Verhandlungen von der Bezirksvorsteherin delegiert und ich habe in meinem Protokoll vom 9.11.2016 einige Dinge vermerkt und ich stelle bis heute fest, dass die ÖBB die Hausaufgaben, die wir damals seitens des Bezirkes schon gefordert haben, nicht gemacht hat. So zum Beispiel wurde in der Vorlage zu dieser Planung gesagt, im Projektgebiet finden sich 6 mittels Vollschrankenanlagen gesicherte Eisenbahnkreuzungen. Ein zusätzliches Ziel ist die Verringerung der Barrierewirkung auf den Stadtraum durch Auflassung von Eisenbahnkreuzungen. Wem sowas einfällt, kann nur gemeinsam mit der Stadtplanung passiert sein, muss ich ehrlicherweise sagen, ist genau kontraproduktiv. Eine weitere Feststellung ist, die Thematik der Schallemissionen. Es muss ja auch im Bereich der Umweltverträglichkeitsprüfung eine Schallemission getestet werden. Und auch hier habe ich festgestellt, bei der Prüfung der Schallemissionen wird seitens des Bezirkes erwartet, dass die lauteste Variante, insbesondere leere, offene Waggons der Bauarten, jetzt einmal E, F und auch Kesselwagen mit Gussbremsklötzen, das sind nämlich die lautesten Eisenbahnwaggons, die wir haben, als Maßstab genommen werden. Weil sonst wird wieder so eine Durchschnittslösung gefunden und im Durchschnitt haben wir es halbwegs leise oder halbwegs laut. Auch darauf ist noch nicht geantwortet worden. Außerdem habe ich verlangt im Namen des Bezirkes, dass überprüft wird, dass mit allfälliger Schließung der Bahnschranken auch die Auswirkung auf die Nahversorgung in Leinz Rücksicht genommen wird und dort auch eine Studie erstellt wird. Hausaufgabe bis jetzt nicht gemacht. Die Frage, ob die Bahnkreuzungen bei der Jagdschlossgasse und bei der Feitinger Gasse durch Unterführungen mit 2,50 Meter Höhe, also Pkw-Durchfahrten, machbar sind, wurde zuletzt beantwortet, naja, da können wir nicht machen, sagt die Stadt, weil da kann kein Müllauto durchfahren. Wenn der Bahnschranken nicht da ist, ja, kann überhaupt kein Müllauto durchfahren. Also die Argumentation, muss ich ehrlicherweise sagen, ist etwas hanebüchen. Auch zuletzt geäußert, dass kein Schneeräumfahrzeug durchfahren. Es gibt auch kleine Schneeräumfahrzeuge, die das machen können. Vor allen Dingen wären diese Kreuzungen deswegen wichtig, weil eine gerade Durchsicht möglich ist. Der Vorschlag der Bundesbahn, diese berühmte H-Lösung, also beidseits der Verbindungsbahn zwischen Jagdschlossgasse und Feitinger Gasse, tiefergehende Rampen und in der Hälfte des Weges eine Querung unter der Bahn zu machen, die Damen, glaube ich, werden dort nicht sehr gerne am Abend gehen. Ich würde auch bei Tags dort nicht sehr gern gehen, weil das ist zwischen zwei Schulen und auf den Rampen donnern natürlich die Kids mit den Longboards, Rall oder sonst. Vielen lieben Dank, wir haben noch andere Leute zu Wort kommen lassen. Die Damen und Herren sind wegen Information hier. Ja, ja, schon. Aber ich war nicht im Gemeinderat.
Ja, zu 270, nein, zu 270 Millionen, Entschuldigung, darf ich das aussehen? Ja, ist auch richtig so. Darf ich kurz aufklären? Nein, ich darf nur kurz aufklären. Ich würde ganz gerne den Herrn... Ja, ich möchte diesen Punkt mit einem Satz nur aufklären. Nur aus. Sie haben nicht, der Gemeinderat hat nicht 270 Millionen zugestimmt, sondern explizit der Hochlage. Sie kennen das, das ist im Internet verfügbar, das Abschlussprotokoll, okay, das und die Zustimmung. Das werden wir abschließend nicht klären. Sie haben nur einen Satz gehabt. Ich muss Sie wirklich bitten, ganz kurz... Wir haben es erreicht. Wir haben noch so viele Wortmeldungen. Ja, bitte. Ich glaube, zum Thema Stranzenberggasse wäre deutlich zu überlegen, und das haben wir in der letzten Bezirksvorstehungssitzung auch beantragt, dass es darum geht, die Fläche der Station zu überdachen, sodass die Fahrzeuge, die von Arzgersdorf kommen, auf einer Brücke schräg gleich Richtung Eichenstraße fahren, dort nicht die Ecke fahren müssen. Und das wäre auch wahrscheinlich eine sehr gute Entlastung für die Maxingstraße. Und zu allerletzt, es ist für die Verkehrskommission, also korrekterweise Kommission für Mobilität, Planung und Wirtschaft, ein Antrag von mir weitergeleitet worden auf ein Nachtfahrverbot, auf ein sehr schnell zu beschließendes Nachtfahrverbot von Güterzügen auf der oberirdischen Strecke von 22 bis 5 Uhr in der Früh. Schön. Herr Magister Hammerschmidt, es ging jetzt im Wesentlichen neben allen anderen brisanten Fragen um diese Querungen. Können Sie da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Ich weiß jetzt gar nicht so sehr, ob das mit der ÖBB was zu tun hat oder ob wir da nicht auch die Frau Bezirksvorsteherin dann hinaufbitten sollten, ob der Bezirk dann irgendwas dazu sagt. Oder die. Ja, bitte, der Magister Hammerschmidt. Ganz kurz nochmal zu diesen 6 Eisenbahnkreuzungen. Diese die drei vorderen bei der Hitzinger Hauptstraße haben wir auch auf den Bildern gesehen, werden ja sozusagen insofern aufgelöst, dass man ebenerdig durchfahren kann unter der Station durch. Das heißt, dort gibt es ja eine Verbesserung, weil die Schrankenschließzeiten wegfallen und man jederzeit das queren kann für Rettungsautos, für alle möglichen Einsatzfahrzeuge. Die Durchfahrtshöhe ist dementsprechend hoch. Konkret geht es, und das habe ich ganz am Anfang in meinem Statement gesagt, um die drei Kreuzungen Jagdschlossgasse, Feitingergasse, hilf mir bitte, wer ist die dritte? Versorgungsheimstraße, und diese drei Kreuzungen, da sind wir in Diskussion. Derzeit liegen am Tisch Pläne für den Fußgänger- und für den Radfahrverkehr. Der einzige Punkt, über den wir noch diskutieren, wie gehen wir mit den Autos um, aber da sind wir noch nicht am Ende der Diskussion. Eine Planung ist ein lebender Prozess, man kann nicht von Anfang an schon alles wissen. Wir versuchen hier gemeinsam, wir haben ja auch mit der Frau Bezirksvorsteherin und den Mitarbeitern schon einige Gespräche geführt, wir wollen eine Lösung finden, die sozusagen das ermöglicht. Es ist nur halt leider so in Hitzing und dort speziell, die Häuser sind alle sehr dicht an der Bahn und an den Straßen, und wenn man eine Unterführung baut, dann ist das halt leider Gottes platzmäßig so schwierig, dass man dann in Häuser eingreifen müsste. Wir diskutieren alles, wir sind zu allem offen, auch wenn Sie mir es nicht glauben, es geht uns hier nicht ums Geld, sondern es geht hier einfach darum, was ist möglich, so dass ich nicht Häuser abreißen muss, dass ich nicht Grundstücke einlösen muss, sondern dass ich mit dem bestehenden Platz auskomme. Herzlichen Dank vorerst. Ich wollte auch gerne der Frau Magister Kobalt, wenn man ein Mikrofon, da haben wir schon ein Mikrofon. Bitte, Frau Magister. Die Frage war die Querungen. Also die Querungsthematik, ja, finde ich eine ganz essentielle, neben jetzt Hochlage und Optik und dem allen. Und das weiß die ÖBB ganz gut, wir haben von der ersten Minute an deponiert. Das kann in dieser Form nicht Wirklichkeit werden, weil eben da der Bezirk abgeschnitten wird. Die ÖBB hat jetzt irgendwann einmal Verkehrszählungen beigebracht, und da sehen wir, dass auch extrem viele Fußgänger diese Übergänge benutzen. Das heißt, wir brauchen gleichermaßen für alle drei Mobilitätsgruppen, nämlich die Fußgänger, Radfahrer und den Pkw-Verkehr, die Möglichkeit, hier weiterhin passieren zu können. Und ich sage einmal, das ist nicht einmal, und das möchte ich eben betonen, nicht einmal für die Fußgängerschaft die ÖBB eine adäquate Lösung da zustande zu bringen, geschweige denn von eben dann den weiter motorisierten Verkehrsteilnehmern. Das ist für uns wirklich ein absolutes No-Go, da muss Hirnschmalz reinfließen, und ich höre auch schon von Technikern,
dass an dieser Stelle zumindest eine Tiefverlegung möglich sein muss. Also das geht sie hundertprozentig aus. Das ist schon auch eine Frage des Wollens. Und nochmal, ich möchte auch nochmal betonen, es ist da ein ganz, ganz großes Zukunftsprojekt. Wir haben vorher schon gehört, um wie viele Jahrzehnte, ja Jahrhunderte es sich handelt, wo wir dann damit leben müssen. Und da muss jetzt einfach noch das Hirnschmalz investiert werden und notwendigenfalls dann auch zusätzliches Geld, damit da was Sinnvolles rauskommt. Und das wäre eben die Tieflegung. Oder ich appelliere wirklich nochmal dringend an die ÖBB und an die Planer, was wir jetzt schon so oft gehört haben, diese Verknüpfung, ja, diesen Außenring schließen hinüber zu den anderen Bezirken 16, 17, 18, 19, das muss ja um Gottes Willen möglich werden, damit da hier ein großer Wurf gelingt und nicht irgendein Stückwerk, das für den Bedarf der ÖBB irgendwie am günstigsten ist und am bequemsten. Also da geht es wirklich um ganz, ganz Grundsätzliches. Frau Magister, vielen herzlichen Dank für diese Wortmeldung. Ich würde jetzt dann gerne noch einmal zum Herrn Magister Hammerschmidt kommen. Gibt es noch Wortmeldungen, die ganz dringend sich auf dieses Thema beziehen? Vielleicht die Dame da hinten. Bitte ganz kurz, wir nähern uns langsam dem Ende der Veranstaltung. Ich wollte dem Herrn Magister Hammerschmidt noch Gelegenheit geben und dann muss die Bürgerinitiative natürlich auch noch zu Wort kommen. Mein Name ist Hale, ich wohne seit 39 Jahren hier in Hietzing. Habe zuerst im Zentrum unten gewohnt und jetzt in der Schultkergasse. Vorweg, ich höre die Güterzüge in der Nacht sehr stark, obwohl ich so weit entfernt wohne. Und zwar kommt es auf die Wetterlage an. Wenn das jetzt noch höher ist, dann weiß man, dass der Schall noch weiter geht. Dazu möchte ich auch noch zu dem Projekt der ÖBB sagen, im Bereich Sporstraße. Da hat der Vertreter der ÖBB gesagt, es sind ja unten dann offene Kojen sozusagen, es steht auf Stelzen, da ist der Schall natürlich noch mehr, weil der geht ja noch... Das Problem ist der Schall, wo Sie die Befürchtung haben. Gut, ich muss leider unterbrechen, ich habe hier noch eine sehr lange Wortmeldung. Eine Meldung möchte ich noch dazu sagen, wegen der Vorredner, die gesagt haben, es wäre vernünftiger... Wir sind leider fast schon am Ende, ich muss unterbrechen, ich habe hier noch eine lange Wortmeldung, ich muss dann noch zum Herrn Magister Hammerschmidt gehen. Können wir hier das Mikrofon bitte dann noch rübergeben? Ich bitte um Zeitdisziplin, wir sind fast schon am Ende. So. Wenn Sie sich vielleicht das Mikrofon nehmen, das kommt doch gerade aus der Ecke. Quasi die letzte Wortmeldung, dann gehe ich zum Herrn Magister Hammerschmidt und dann natürlich zu der Bürgerinitiative. So, guten Tag, Herr Magister Hammerschmidt. Mein Name ist Elias Sabrazidis. Ich arbeite hier im Bezirk und ich hätte eine ganz konkrete Frage noch zu dem Thema da mit Leinzer Tunnel. Ja? Jetzt haben Sie gesagt, okay, oben müssen Güterzüge fahren. Na gut. Jetzt ist es so, dass es ja verschiedene Güterzüge gibt. Laute, leise, lange, kurze und giftige und weniger giftige. Können Sie uns wenigstens garantieren, dass die Gefahrenguttransporte und das, was gefährlich ist, nicht durch den Bezirk fahren, sondern durch den Leinzer Tunnel? Oder ist das gar nicht möglich? Oder wie schaut es da aus, bitte? Okay. Danke. Das war eine ganz konkrete Frage. Danke vielmals. Ich musste mir Magister Hammerschmidt jetzt das Wort geben. Es waren da einige Themen jetzt auf der Stelle. Vielleicht fangen Sie gleich mit dem gefährlichen Güterzug an. Das interessiert sicher sehr viele, ob da Gift durch die Hitzing durchgeführt wird. Und dann zu den anderen Themen, bitte. Ich versuche ganz schnell zu sein. Ich bin auch nachher noch gerne dafür Fragen, alles was nicht beantwortet ist. Die Gefahrengüter fahren auf Zügen unterschiedlich, ob durch den Tunnel oder über die Verbindungsbahn, weil sie auf der Schiene sicher sind im Vergleich zu auf der Straße. Sie haben im Schienenverkehr die spurgebundene Führung und insofern sind die Waggons sicher. Ich kann Ihnen nicht garantieren, dass ein Kesselwagen nur im Tunnel fährt oder nur auf der Verbindungsbahn. Die sind in Verbänden drinnen, da kann man nicht so einsteuern, dass man jetzt alle die rechts und alle die links, das geht leider nicht. Aber sie sind auf der Verbindungsbahn sicher, sicherer als die LKWs auf der Straße, wenn sie mit gefährlichen Gütern fahren. Das zweite Thema, der Lärmschutz oder der Schall. Sie haben vollkommen recht, heute ist es so, wenn ein Güterzug fährt, hören Sie den laut. Darum wollen wir ja auf diesem Projekt, auf diesen 5 Kilometern links und rechts Lärmschutzwände bauen, damit Sie das eben nicht mehr hören. Das ist nicht Ärger, weil Sie durch die Lärmschutzwände eine Reduktion der subjektiven Hörbarkeit erreichen werden. Man kann sie auch transparent machen, man kann sie aus Klinker machen. Es geht nur mal darum, dass wir Lärmschutzwände machen. Über die Details, wie die dann ausschauen, das ist in 2-3 Jahren relevant. Ah, Sie wollen keine Lärmschutzwand? Gut. Die,
Bitte, lassen wir den Herrn Magister vielleicht noch ganz kurz zu Wort kommen. Wir sind fast am Ende unserer Veranstaltung. Ich möchte noch eine kurze Fragerunde machen. Ich muss Ihnen sagen, wir haben über die Querungen diskutiert, dass Radfahrer und Fußgänger durchkommen. Ich weiß nicht, warum Sie jetzt wieder sagen, dass die Fußgänger und Radfahrer nicht gelöst ist. Das ist schon bis jetzt gelöst. Wir diskutieren jetzt gemeinsam. Wir diskutieren jetzt gemeinsam. Ob so, ja, bitteschön, Frau. Wirklich nur zum Verständnis, ja? Ein Umweg für über 200 Meter oder mehr für Fußgänger über eine Rampe, wo sie in einem Kanal drinnen sind, das ist nicht akzeptabel. Das ist auch ein Sicherheitsthema. Also wir haben uns da überhaupt nicht geeinigt, sondern wir stehen da dagegen auf, weil das kann nicht sein, ja? Und wie gesagt, das ist nur ein kleines Thema, ja, aber wir haben was angeboten. Ich lade Sie gerne ein, dass Sie ein Gegenangebot machen. Wir haben was angeboten, was heute modern ist, dass man auch mit einem Rollstuhl über eine Rampe fahren kann. Wir können die Eisenbahnkreuzung, wir haben das auch besprochen, lassen. Das würde heißen, die Lärmschutzwand wird auf 50 Meter aufgemacht, weil dort, wo die Eisenbahnkreuzung ist, gibt es dann keine Lärmschutzwand. Wir haben weiterhin das Sicherheitsthema, dass immer wieder passieren kann, dass ein Schüler oder ein Rollstuhlfahrer sich mit... Naja, ich lade Sie gerne mal ein, okay, dass Sie vorbeikommen und sich dann solche Unfallopfer im Krankenhaus anschauen. Ich lade Sie gerne ein. Herr Hammerschmidt, zunächst einmal vielen herzlichen Dank. Ich habe hier noch eine Wortmeldung. Ich habe da hinten, Sie waren schon dran, ich habe hier noch eine Wortmeldung. Haben wir das Mikrofon bitte? Ich kann nur mehr zwei, drei kurze Wortmeldungen nehmen. Wir sind am Ende der Veranstaltung. Weil ich nicht dazukomme. Er wird noch dazukommen. Ja, er wird noch dazukommen. Bitte können wir hier eine kurze Frage noch haben? Mein Name ist Stocker. Ich glaube, hören Sie mir jetzt zu? Ganz nah. Okay. Mein Name ist Stocker. Ich möchte prinzipiell wissen, ob Sie eine Niederflurtrasse gerechnet haben. Sie reden immer von einem Tunnel. Ich rede von einer Niederflurtrasse. Das haben die Stadtbahnen vor 150 Jahren zusammengebracht. Kann ich eine Antwort darauf haben? Im Übrigen, bitte, darf ich Ihnen sagen, als Kommunikationschef erweisen Sie Ihrem Unternehmen wenig guten Dienst, weil Sie sind ziemlich krank. Herr Magister, bitte kurze Antwort. Und dann war da hinten noch eine Frage offen. Wir werden versuchen, diese Frage auch zu beantworten. Ich beantworte das sehr gerne. Der Zwangspunkt bei einer Tieflage, bei einer Mitteltieflage, bei einer Einhausung, was auch immer, ist immer die Wiehntalquerung mit der beidseitigen Hardigasse, mit den beiden Fahrspuren, mit dem Wienfluss. Wenn Sie es nur halbtief eingraben, dann schneiden Sie den Autoverkehr ab. Dann müssen Sie sich da was wieder überlegen. Das heißt, es geht ja nicht nur um Hitzing, sondern Sie müssen ja viel früher beginnen, das Ganze irgendwo abzusenken. Aber wir haben auch gesagt, wir schauen uns das gerne an und werden das auf Plänen zeigen, damit Sie sehen, wie der Unterschied ist. Wir verschließen es nicht. Wir machen das ja nicht, weil wir glauben, es muss da oben sein. Wir haben uns das ja im Vorfeld angeschaut. Wir haben es übrigens 2010 dem damaligen Bezirksvorsteher Gersbach schon in Hochlage vorgestellt. Der war damals begeistert von der Lösung, vor allem, dass es Haltestellen gibt. Auf die Frage, ich glaube, die Frage war das mit dem Verknüpfungsbauwerk in der U4. Stimmt das? War das Ihre Frage? U4. Ja, das wollte ich gerade beantworten. Okay, das bitte kurze Antwort. Das haben wir uns auch angeschaut. Der Ring um Wien hat ein viel kleineres Potenzial an Fahrgästen, als wenn man den großen Knoten Hütteldorf anführt, wo Schnellzüge stehen bleiben, wo die U4 kommt. Und wir haben zwischen Obersankt Veit und Hütteldorf ja die U-Bahn-Station. Man ist von dort, wo die Schnellbahn dann, oder die Verbindungsbahn, die U4 kreuzt, in wenigen als 90 Sekunden in Hütteldorf, wenn der Zug fährt. Das heißt, wenn die im Viertelstundentakt fährt, auf so kurzen Distanzen so teure Verknüpfungsbauwerke zu bauen, ist nicht sinnvoll, weil die Masse in Hütteldorf um- und einsteigt und nicht der Ring im Vordergrund steht, sondern man muss dann in Hütteldorf in die S45 einsteigen und dann kann man in den Norden fahren. Die Verkehrsbeziehung Nord-Süd ist geringer als die Ost-West-Beziehung über die Verbindungsbahn Meiling weiter in den Osten. Vielen herzlichen Dank, Herr Magister, meine Damen und Herren, wir sind nahezu am Ende. Ich muss zum Schlusswort sozusagen kommen und ich will gerne zu der Bürgerinitiative kommen. Wir haben noch eine Dame, die mit grünem T-Shirt. Bitte, eine Dame noch, aber dann schon das Schlusswort zu der. Sie kriegen gleich das Mikrofon, bitte. Sie kriegen gleich das Mikrofon. Mein Name ist Schnabel und ich bin betroffen insofern, als wir früher auf Hummelgasse 50 und jetzt auf Hummelgasse 14 sind. Bei 50 geht die Bahn etwas über dem Straßenniveau. Aber vor der Hausnummer 14 verläuft der Bahnverlauf schon unterhalb. Warum
wenn dort schon die Bahn unterhalb liegt, warum kann man da nicht bis Hitzing hinunter entsprechendes Niveau finden? Noch einmal kurze Antwort, Herr Magister. Das Ziel ist es, in Hitzing die Eisenbahnkreuzungen niveaufrei zu machen. Das heißt, dass man dort nicht mehr die Eisenbahn und die Straße sich kreuzt. Dann muss man entweder... Ja, ich habe Ihnen das vorhin versucht zu erklären. Man kann mit der Eisenbahn nicht so abrupt wie mit dem Auto auf wenigen 60, 70 Metern abtauchen und wieder auftauchen. Wir brauchen eine... Gut. Können wir den Herrn Magister kurz noch aussprechen lassen? Man braucht aber eine gewisse Rampenlänge, um unter die Erde oder um oben drauf zu kommen. Und wenn man das macht, dann muss man entweder schon viel früher beginnen. Und ich sage es nochmal, der Zwangspunkt ist der Wienfluss. Und wir können Ihnen das, wir haben morgen von 14 Uhr bis 19.30 Uhr auch unseren Infopunkt in der Breiergasse-Ecke. Wir können Ihnen das dort auch am Plenum zeigen, damit Sie sich das vorstellen können. So ist das sozusagen schwer für jemanden, der sich nicht so oft damit beschäftigt, zu erklären. Aber es gibt Gründe, das ist nicht Jux und Tollerei, sondern das hat handfeste technische Gründe. Gut, Herr Magister Hamme, vielen herzlichen Dank. Ich möchte gerne dem Herrn Mauritz jetzt noch das Schlusswort sozusagen geben. Ganz kurz nur zum Zwangspunkt Wienfluss. Natürlich ist es jetzt höher, weil in Hütteldorf der Bahnhof angehoben wird. Das haben wir auch recherchiert. Da wird jetzt ja auch höher angelegt. Das heißt, sie kommen ja auch schon höher rein als früher. Damit Hütteldorf wird höher gelegt, der Bahnhof. Also das ist nicht ganz Hütteldorf, der Bahnhof Hütteldorf. Ne? Hallo? Nein, nein, also ich lasse mich jetzt sicher nicht auf den Sarkasmus der Grünen ein. Danke, brauche ich nicht. Dann ist es vielleicht hohler, kann, mag sein, aber trotzdem kommt die Sie haben ja bis heute, habe ich noch keine Informationen, wo eigentlich wirklich der Knackpunkt ist, der Unterkante, wo ihr rüberkommt. Weil dann könnten wir uns das ausrechnen, wie sich das ausrechnen könnte. Und sagen Sie mir die Höhe der Unterkante, dann kann ich Ihnen sagen, wie lange wir brauchen, dass wir tiefer gehen können. Ganz einfach. Wenn Sie mir sagen, wo die Unterkante ist, schauen Sie, mit Ihnen diskutiere ich nicht. Ja, dann sagen Sie mir die Unterkante, sagen Sie mir die Unterkantenhöhe der Überführung, dann kann ich Ihnen errechnen, was für eine Steigung bei 0,10 bis 0,12 Promille, können wir ausrechnen. Müssen wir das? Woher wissen Sie das? Ja, es gibt doch Lösungen heute, moderne Lösungen. Warum ihr Grünen so versponnen seid, das verstehe ich nicht. Entschuldigung. Nein. Können wir trotzdem sachlich bleiben bei der ganzen Diskussion. Auf ein bisher nämlich sehr angenehmes Niveau zurückbringen. Wenn wir das könnten wir technische Büros beauftragen. Wir haben Techniker hinter uns, die uns das ausrechnen können. Ich sage mal, wir warten im Grunde genommen wirklich nur mehr auf die Höhe der Unterkante, die über die Wienzelle drüber kommt, also über das Wiental. Wenn wir das haben, können wir auch Ingenieure damit beauftragen. Wir haben gute Partner dahinter. Und ja. Gut, aber der Kern, Herr Mauritz, wäre, dass wenn man Sie morgen das Ganze tiefer legt. Herr Mauritz, kommen Sie morgen in den Infopunkt, dort hängt das an der Wand, dort können wir das zeigen. Der hat immer noch Mittwoch offen, habe ich gesehen. Morgen, habe ich gesagt, hat er ausnahmsweise von 14 Uhr bis 19.30 Uhr offen, sonst immer Mittwoch von 17 bis 19 Uhr. Gut, aber können wir irgendwie, Herr Magister, können wir irgendwie zusammenfassen, also die Bürgerinitiative will offensichtlich, dass das tiefer gelegt wird. Dass wir sind sehr für die Tieferlegung, ja. Diese Mauer da wegkommt, dass die Leute nicht irgendwo bei einer Mauer leben müssen. Ich glaube, das ist etwas, was man verstehen kann, wenn man in einem Bezirk wohnt, der ein wunderschöner Wohnbezirk ist und wo man dann sozusagen eine Mauer hat. Ich sage auch, warum Tieferlegung? Weil es im Grunde genommen, es geht dann, wenn wir es schaffen, die Bahn tiefer zu legen, und es ist technisch möglich, das kann mir keiner erzählen in der heutigen Zeit, dann können wir diese Übergänge, die jetzt mit Unterführung sind, überplatten. Das heißt, wir brauchen keine Bahnschranken. Wir können die Gefahrentransporte auf einer Halbebene unten durchführen. Also ich sage, es würde alles dafür sprechen, wenn wir es tiefer legen. Auch der Schall würde wesentlich weniger werden, wenn wir es von der Schiene unten abfangen können. Das hat mir sogar der Herr Ulrich erklärt, wie das funktioniert. Danke nochmal. Aber das müsste das Ziel sein der ÖBB, eine nachhaltige Strecke, Ausbaustrecke der Verbindungsbahn so umzusetzen, dass es wirklich für Generationen sinnvoll ist und nicht eine Hochtrasse fahren mit Güterzügen über den Köpfen der Hitzinger. Das ist für mich nicht diskutabel. Danke, Herr Mauritz. Ich danke auch dem Herrn Hammerschmidt. Er wollte nur ganz kurz hier zum Herrn Ulrich was sagen, oder der Herr Ulrich will was sagen. Wenn ich richtig informiert bin, Sie sind der Planer dieses Projekts.
und Sie waren auch der Planer des Leinzer Tunnels. Ist das richtig? Das maße ich mir nicht an. Okay. Ich war nur die gesamte Bauzeit beim Projekt Leinzer Tunnel zuständig, ja, allerdings nicht in einer technischen Funktion. Erst die letzten Projekte jetzt ja. Vielleicht. Ja. Ich kann zusagen, dass wir die Anregungen nach der vertieften Untersuchung für die Tieflage gerne durchführen. Wir sind dabei, das in die Wege zu leiten. Ich möchte nur auch schon klarlegen, das ist in der Tiefe, die Sie erwarten, sicherlich nicht eine Sache von 14 Tagen, sondern da werden wir einige Zeit brauchen. Wir sind gerne bereit, das mit Ihnen auch entsprechend zu erläutern und darzulegen. Auch die Bereiche, die sich daraus ergeben, gegebenenfalls Zusatzmaßnahmen, wie schaut es aus mit den Einbauten in der Hietzinger Hauptstraße, auch alle diese Dinge werden wir da gerne darstellen. Wir werden versuchen, das auch so darzustellen, dass wir bei den nächsten öffentlichen Veranstaltungen auch das darlegen, was unserer Meinung nicht geht und uns damit entsprechend auseinandergesetzt haben. Das möchte ich jetzt hier als technisch Verantwortlicher für dieses Projekt an dieser Stelle gerne zusagen. Ja. Vielen herzlichen Dank. Das ist einmal ein, denke ich, sehr zumindest positives Ende der Veranstaltung. Danke für diese Bereitschaft, diese Tieferlegung auch zu untersuchen. Ich möchte Ihnen, meine Damen und Herren, sehr herzlich danken für Ihre engagierte Diskussion, für Ihr Kommen. Ich finde es immer sehr gut, wenn Bürger sozusagen das eigene Schicksal in die Hand nehmen und sich gegen Großprojekte aufstellen. Ich möchte dem Magister Hammerschmidt danken, dass er seitens der ÖBB da gekommen ist und uns informiert hat. Und ich möchte auch dem Herrn Moritz danken für die Bürgerinitiative. Und jetzt könnt ihr nicht sagen, das Buffet ist eröffnet. Das ist, glaube ich, kein Buffet. Ich danke und wünsche noch einen zauberhaften Abend. Danke. Dankeschön. Wenn Sie wollen, ich schicke Ihnen das als PDF oder so.